Genau, und gebraucht tut man, also es sollte nicht zu, hier Master Kayo, nicht zu alt sein. 6, aber gebraucht macht 5, man auch nichts verkehrt. 4, 3, 2, 1, go, go, go. Jawohl. Oh Gott. Uff, so, da bin ich wieder. Oh, hola. Hola. Anstrengend oder schön, das sind? Also, ich glaube, anstrengend ist das falsche Wort. Ich glaube, es ist wild. Okay. Ich glaube, wild ist das richtige Wort. Der Verkehr war ganz schön crazy bei mir, hatte ich das Gefühl. Ja, hatten wir auch schon im Stream. Ist halt, das ist halt Erfahrung, ne? Ich habe irgendwie gefühlt, vielleicht von der Stunde. Oder von den zwei bin ich gefühlt eine halbe okay gefahren. Also so okay mit, wo es geht. Ansonsten echt die ganze Zeit Verkehr. Hab leider kein sehr gutes Fenster erwischt. Aber ich denke mal, dafür war es noch okay. Ich denke, es war okay. Limo, ja. Das Doch, Bloody ist am Start, der streamt aber über Hornys Kanal. Der kommentiert über Hornys Kanal. 12.000. Da sind keine 20 Lieder drin, Leute. Da sind 104 Lieder drin. Das ist ein Anzeigebug. Das können wir als Zuschauer nicht sehen. Nein, der Sprit ist eingestellt. Hatten wir aber auch schon mal, ne? Kannst du dich erinnern, Dizzy? Ja. Ich glaube, in hier dieses Chaos-Wetter-Ding da in Silverstone. Ja. Ich glaube, das war irgendwie mit Dings, mit Spritsparen. Nee, da war ja alles eingestellt und dann auf einmal kein Sprit drin gewesen. Ich glaub, oder verwechsel ich das gerade mit iRacing? Ich weiß es nicht. Puh. So, Xentran, wo bist du? Wo ist der denn jetzt? Weiß ich nicht. Zentran, aufwachen. Vielleicht schläft er eine Runde. Hm. Und träumt von seinem neuen Rig. Hallo? Hallo? Hab ich meinen Namen gehört? Ja. Ja, Alter, wo warst du denn? War im Wohnzimmer, sorry. Ach, hast du schon mal umgestellt, wa? Ja, nee, mach ich morgen alles. Ach, morgen schon, okay. Ja, ein bisschen umräumen muss ich auf jeden Fall schon mal. Ja, musst du, glaube ich. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Nicht nur glaube ich, ja. Das ist wirklich, ich muss einiges hier umbauen, ja. Da schläfst du jetzt halt im Stehen. Ja, geht schon. Holst dir ein kleineres Bett und jetzt nur noch Embryo-Stellung. Ist doch okay, ey. Stell dich nicht so an. Wie machen wir das? Wir können das mal eben durchsprechen. Aini wird sich in diesem Stint entscheiden, ob er einen Doppelstint macht oder nicht. Das heißt, entweder Dizzy oder ich werden unseren Stint dann abgeben. So. Mhm. Du wirst dann, egal ob Aini jetzt einen Doppel fährt oder nicht, du wirst dann am Ende den Rest fahren. Mhm. Also nicht nach Aini. Wenn Aini jetzt einen Doppelstint fährt. Dann nach Aini. Ja, pass auf. Ja, genau. Genau, weil ich kann eh nur noch 2 Stunden 17 fahren. Habe ich zumindest irgendwas bei Dizzy gesehen, unten links in der Ecke.
Naja, du pass auf, viele egal. Fahren, wie du willst. Also nee, egal. Nee, nee. Egal, ob Reini jetzt ein Doppelstint oder nicht fährt, ich bin am langsamsten gefahren heute, also fällt mein Stint weg. So, Diskussion da schon mal beendet. Okay, Diskussion ist beendet. Ja, also kommt drauf an, was da jetzt noch rumkommt. Naja, nonetheless, wenn Reini Doppelten fährt jetzt, dann fährt Xentrin hinten dran. Weil Xentrin ist dann halt. Ja, richtig. Also, oh, und wenn er das nicht macht, dann weiß ich nicht, ob. Xentrin 2 Stunden fährt, aber das muss er dann mit dir klären. Also ich gebe meinen Stint ab, ich bin der langsamste von uns dreien. So. Also ich habe nichts dagegen, 2 Stunden zu fahren, absolut nicht. Nur was mir eben, wie gesagt, aufgefallen ist, was ich ansprechen wollte. Unten links in der Ecke stand ein Delta, wie viel Fahrzeit noch übrig ist pro Fahrer. Ja. Und da war bei jedem jetzt nur noch 2 Stunden noch was. Ja. Genau, das würde aber dann, genau. Ja, ja genau. Dann kannst du ja einen Doppelstint fahren noch. Genau, ich sag nur. Ja, naja, dann ist doch alles gut. Also dann muss Reini, wenn Reini sich jetzt entscheidet, dann entscheidet ihr beide das. Ob Piet noch eine Stunde fährt und du noch eine Stunde oder... Nee, wenn, dann haut sich Xentran den Rest rein. Also wenn Reini Doppelstint fährt. Ja, okay, genau. Wenn also, ansonsten kann ich nicht fahren bis zum Ende. Ja. Dann müssen wir zwei dann Stunden entscheiden. Wir werden jetzt ja Stunden, sehen. Dann. Mit 2 Stunden 17 kannst du noch bis zum Ende fahren. Nee, dann hat er ist er diese 17 Minuten drüber. Ah ja, stimmt. Scheiße. Hm. Ja, dann muss hier 1-1 machen, ja. Gerne, Horny, dann müsst ihr mich mal aber aus nur, dem Teamspeak-Channel sorry? Ziehen. Ja, aber gut. Nur, wenn Reiniger Doppelstint fährt. Wenn er jetzt ein Doppelstint fährt, kann ich die letzten 2 Stunden noch zu Ende fahren. Ja, das wären ja dann nur, warte mal. 1 Stunde ein paar zu Kitsche. 1 Stunde, 1,5 Stunden ungefähr. Ich bin übrigens gleich mal hier gemutet, weil ich werde gezogen zu einem Interview. Wow! Was denn? Ja, GT4 hat Reini mal völlig übersehen, ey. Gleich nochmal. Da hat Reini kurz mal angestupft. Nee, Reini ist seine Linie, der ist zu früh rein, würde ich sagen. Ja, dann viel Spaß, grüße uns mal da drüben, ne? Ich mach da mal an. Na klar. Ja, na klar, meiner. Na klar, meiner. Also das Beste, sage ich mal, für die Platzierung wäre, wenn Reini halt ein Doppelstint fährt und ich dann den Rest noch zu Ende fahre. Ja, richtig, ja. Und dann noch ja. Das wäre für die Platzierung das Beste. Müssen wir dann schauen. Ja. Okay. Nee. Aber... mein erster 2-Stunden-Stint am Stück in ACC, ohne die Karre wegzuschmeißen. Das ist schon mal Achievement heute, ne? Kann man sagen. Ja. Zumindest hat er echt emuliert, ne? Ja, ganz ehrlich, bis auf den so, bis, also, da waren schon echt paar greedy Manöver dabei. Aber bei manchen konntest du auch echt nichts mehr machen. Also da war halt die Zufall, dass sie hier zugemacht haben oder was weiß ich, dann hast du dich halt berührt, hast dich gedreht oder so dann. Ja, das war bei einem. Ja, gucken die halt nicht im Rückspiegel oder sind halt fokussiert nach vorne raus, die GT4 oder so. Dann zieh die halt mal rein oder so, dann kann man nichts machen, ja. Alles klar, Honi, mach das. Hatte ich ja vorhin auch gehabt mit dem BMW einmal. Aber das ärgert mich so. Also ich bin halt wirklich nirgendwo so sehr gut durchgekommen. Ich habe so viel Zeit verloren. Also ich wäre jetzt gar nicht so langsam gewesen. Ich bin halt ohne Verkehr 2 Einsatzzeiten gefahren so. Ja, ja. Die Patze haben halt wieder alles gekostet, ne, leider. Ja, der eine war richtig scheiße. Ja, wenn du vor der Strecke stehst und mit drauf fahren kannst, würde ich dir immer empfehlen, wenn du nach hinten fahren kannst, fahr ein Stück nach hinten und fahr dann wieder seitlich auf die Strecke drauf. Ja, das da. Das ist viermal schneller, als wenn du wartest, weißt du? Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir sind 13. aktuell. 5 Sekunden vor uns, der 12. Ja. Also ich sag mal, ich habe jetzt nicht wirklich viele Platzierungen verloren, glaube ich. Ich habe 2 Autos habe ich durchgelassen, weil... 6 Platzierungen waren das, glaube ich. Ja. Nee, ich bin aus der Box rausgekommen, da war ich... 7. Nee. 6. Doch, nee. 6. Ich habe als 6. übergeben.
Du hast vielleicht in der dritten Runde, glaube ich, sind zwei Stück an dir vorbei schon. Weil du da mit dem GT4 zu kämpfen hattest. Ah ja, ja, okay, stimmt. Ja, die lassen halt aber auch nicht vorbei, Mann. Oh. Ja, ist scheiße, ne? Und dann willst du aber auch normal safe fahren und die anderen, ja geil, Alter, Tor ist offen, auf geht's, tschüss. Naja, sobald man Lücke sieht, wollen sie alle reinquetschen. Ja, so, und wenn du... nicht so gut. Ja, wenn du dein Auto halt nicht wegschmeißen willst, ziehst du halt zurück, ne? Ich halte halt nicht volle Lotte drauf dann. Das ist die Erfahrung. Man muss natürlich auch in gewisser Weise konsequent dann sein bei seinen Überholmanövern. Ja, bin ich. Also das mache ich auf jeden Fall. Und nicht da so zögern oder so ist halt schwierig. Ja gut, was willst du in der ersten Runde machen? Wenn du in der ersten Runde im Rennen rausfährst, machst du ja noch nicht so ein Ballett im SS da. Danach bin ich da auch dran vorbeigefahren. Aber in der ersten Runde, wenn du noch dich mit dem Auto kennenlernst, so, was willst du machen? Weil wenn ich mir mal angucke, wie viele Autos vor mir richtig weggeflogen sind, da bin ich froh, dass ich zwei schon nicht weggeflogen bin. Ey, das eine war richtig knapp. Da war so ein grüner, ich glaube, Aston Martin oder was das war auf der Strecke. Eben. Holy moly. Also ganz ehrlich, dann gebe ich 6 Plätze ab, gebe das dann Xetrin und Reini oder dir, Pete, und habe das Auto wenigstens safe 2 Stunden nach Hause gebracht. Oder hier das Team von Elvinko, das hat sich 2-mal abgeschossen. Habe ich 2-mal dran vorbeigefahren. Guck mal, der Porsche müsste nur lupfen. Wirklich, ganz kurz, eine Sekunde vom Gas geben. Das checken die haben halt keinen nicht. Kampf, nichts. Das hey, Milchboy, moin. Übrigens, Iron Pain, danke für 22. Leckmilk, danke für 9. David, danke, dass du Pete einzugesteckt hast. Vielen Dank für den Support. Ja, danke, danke. Das war irgendwie heute Nachmittag oder so. Vielen, vielen Dank. Ja, vorhin, vor einer Stunde. Was? Nee. Noch vor einer Stunde. Okay, der hört das so auf, der da vorne. Vor einer Stunde, danke. Den Körper vor der Spitzkehre finde ich gut. Dieser Reste, ne? Auf der rechten Seite. Ja, den fand ich gut. Den habe ich einmal kennengelernt. Danach bin ich da aber auch nie wieder drüber gefahren. Und du bist schon noch ein paar Mal drüber, hast aber Glück gehabt, sag ich mal. Na. Da habe ich mich mit ihm auseinandergesetzt und wir haben uns kennengelernt. Ach so. Hast du mal gesagt, so geht es nicht, ne? Ja. Jungs, ich bin heiß. Ich hab nochmal Bock zu fahren. Na, dann ist ja gut. Ah, Reini könnte wesentlich schneller. Naja, wird aufgehalten. Ah, von P5 halt. Ja. Aber hast du vorhin auch gemacht. Bitte? Hast du vorhin auch mal gemacht mit dem Fahren? Ja, mein Gott. Ist doch so. Ist ja aber auch deren Recht. Ja. Sobald ich gemerkt habe, es kostet mich Zeit, habe ich die halt vorbeigelassen. Ja, das habe ich nicht gemacht. Damit habe ich am Ende ganz viel Zeit verschwendet. Und ein-, zweimal kam es auch vor, dann sind die halt an mir vorbei und dann haben sie einen Fehler gemacht, dann bin ich wieder vorbei. Und dann sehe ich es nicht ein, da irgendwie gleich wieder die vorbeizulassen. Naja, ne, klar. Dann müssen sie halt warten. Wenn die ein, zwei Sekunden nur nicht vorbeikommen. Ja. Mach Druck, soweit es geht, und ja, mach ich dann schon. Wirst du sehen. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Haben wir eben auch schon besprochen. Weiter so.
Ey, aber jetzt mal trotzdem ganz kurz unter uns, ne? Dass ich auf Platz 13 gefahren bin, ist immer noch sehr, sehr gut, by the way, ja? In diesem Fahrerfeld, möchte ich nochmal ganz kurz betonen. Also die Leute, die im Quali gefahren sind, waren weitaus schneller als ich, okay? Damit das hier nicht so klingt, als wenn ich richtig scheiße gefahren wäre, danke. Scheiße bist du auf gar keinen Fall gefahren. Das Problem war leider wieder nur halt die Patzer da mit den GT4 manchmal und so, ne? Ja. Und die zwei Dreher, die wir da hatten dann. Ja gut, das eine Curb war ein bisschen hoch an der Ecke. Der hat den Vorderreifen ein bisschen hochgeschoben. Da war dann halt keine Haftung mehr. Der checkt das auch vor Reini nicht, ne? Der hinter ihm, das wäre ein Platzkampf mit dem vor uns, der holt die ganze Zeit auf. Und der vor uns, der checkt das nicht. Ah. Oh. Das ist ja sein Problem am Ende wieder. Ja, natürlich, aber kostet ihn Zeit, kostet uns Zeit. Ja. Das ist halt das, was ich vorhin meinte, Rennintelligenz. Ey, Drifty, ich bin rausgefahren und war im Verkehr. Ich möchte nochmal betonen, das ist mein allererstes Rennen, also Langzeitrennen auf dieser Strecke mit diesem Auto in Multiclass. Also ich bin halt instant vor einem GT4 rausgekommen, was soll ich denn da machen? Da ist halt nicht, ich habe nur Verkehr gehabt die ganze Zeit. Und dann haben die alle nicht gelobt, dann bist du nicht vorbeigekommen, da willst du schieben in der SS. Ich bin in der SS nachher schon außen immer vorbeigefahren, wie so ein Vollidiot. Und da habe ich schon richtig schlechtes Gewissen gehabt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Alles gut, Drifty, alles gut. Es ist halt so scheiße, dass der AMG so schnell ist auf den Geraden. Ja. Ah, der schießt sich demnächst ab. Oh, Michel. Alter. Das ist Michel. Michel, du Sau! Was soll das jetzt? Das verstehe ich nicht, ne? Ja, es ist. Wow, ey. Was ist mit dem. Es ist unglaublich, ey. Bernd, da. Oh, bitte. Da gehen aber Sprachnachrichten rüber. Was geht denn hier ab gerade? Ja, das weiß ich. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Der Porsche hat so eine Angst, glaubt mir. Der scheißt dich richtig, du. Da kannst du mal drauf lassen, Alter. Der würde am liebsten den ersten Gang reinmachen und rollen, du. Ja, weil sie aufholen wollen. Das ist halt, also das ist Michel gerade. Michel ist, glaube ich, der schnellste Fahrer von den dreien. Der aber das gleiche Fahrzeug wie vorhin. Die haben auch reingehalten. Und ja, ist dann auch beschwert, dass wir dran schuld waren. Ja, ja. Ja. Keine Ahnung, man will halt nach vorne, ne? Und dann wird halt brutal da reingegangen. Ob da drei White. Würde mich nicht wundern, wenn man sich raustritt dann. Ja, wenn man halt in SS drei White machen muss, dann macht man halt drei White in SS. Sehr schön, Reini. Keine Gefangenen, Mann. So muss das. Den lässt er vorbei. Hm.
Und der ist weitaus ein paar Plätze hinter uns noch. Das ist halt, also diese Impulsreaktion, das hat man ja immer, wenn du fährst, dann ist die Schuldzuweisung immer ziemlich einfach gemacht. Das ist dann immer der andere schuld. Also gerade auch das, was vorhin Ray zum Beispiel gemacht hat, an dem Beispiel zu sagen, wir waren da schuld, ist halt völlig unreflektiert. Und ich sag mal auch so, wenn das jetzt nochmal gesagt wurde, ey, also ich sag mal so, wir waren ja jetzt neben dem GT4, da reinzustechen, da bist du halt vollkommen, also da bist du als Fahrer hinten dran selber schuld. Scheißegal, ob du schneller bist oder nicht, du musst halt da an der Stelle auch genauso Rücksicht nehmen. Und in der SS fährst du einfach nicht mit 3 wide, so ganz Punkt aus Ende einfach. Ich verstehe nicht, warum er den Aston Martin vorbeilässt, aber uns blockiert. Na, jetzt ist Reini ja erstmal nicht schneller. Gerade. Doch. 2 Sekunden. Der hat gerade 2 Sekunden aufgeholt, wie er auf den AMG. Ja. Keine Ahnung, vielleicht hat er keinen Bock oder so. Ist auch richtig so. Das musst du. Das ist wie vorhin bei dem GT4, der halt in der ersten Kurve bei mir reingefahren ist und ich versucht habe, reinzustechen. Das war hundertprozentig meine Schuld. Da kann der GT4-Fahrer nichts dafür. Natürlich hätte er auf der Geraden hätte er schon lupfen können und mich durchlassen können. Aber da reinzustechen, ist absolut meine Entscheidung und mein Fehler gewesen. Genauso wie hier oben vor der Spitzkehre, als ich mich rausgedreht habe, das war meine eigene Entscheidung. Hätte ich einfach nur gelupft, wäre hinterhergerollt und nach der Spitzkehre wäre ich vorbeigefahren, hätte ich bei weitem nicht so viel Zeit verloren. Punkt aus Ende Gelände. Das ist immer deine eigene Entscheidung. Dafür haftest du, nicht die anderen. Und wenn die Scheiße hops geht und sage ich jetzt mal, wenn die Scheiße hops geht und sowas passiert wie jetzt gerade, dann kannst du halt nicht einfach nur, weil du auf der Innenbahn bist, sagen, die anderen sind schuld. Also wenn du dich halt in so einen Millimeter noch reinquetschen musst, musst du halt dafür auch haften. Ne? Und kannst nicht sagen, ja, der andere ist schuld. Du bist genauso schuld. Warum quetschst du dich denn da rein? An der Stelle. Und das ist halt Selbstreflexion. Ganz einfach. Ansonsten wirst du nämlich auch nicht besser. Du wirst nicht besser. Weil sobald du sagst, der andere ist schuld, hast du über dein eigenes Verhalten gar nicht nachgedacht. Und also alle Fehler, die ich gemacht habe, also oder alle Zeit, die ich verloren habe, habe ich komplett alles selber verbockt. Natürlich haben GT4s an manchen Stellen nicht gelobt, klar. Aber am Ende bin ich da immer mit Messer in den Zähnen, bin ich zum Beispiel da reingegangen. Das ist halt das, was jetzt an der Stelle Michel eben gerade auch gemacht hat. Und dann rumzukrakeelen, die anderen sind schuld. Oh. Fragwürdig. Hat richtig kacke die Situation, ne? Ja. Du musst jetzt durchlassen, obwohl ich eigentlich schneller bin. Und im Mercedes kommst du einfach nicht vorbei, da zieht's so weg immer. Ich meine, bei der blauen Flagge, Kräuter, ist halt auf der Geraden, hast du am wenigsten Probleme. Wenn du einfach nur 1 Millimeter anhebst, du fährst vorbei und fertig.
Ist aber egal, Leute. Ich will da gar nicht drüber diskutieren. Mir ist das immer viel zu stressig. Ich bin für mich selber und mein Team verantwortlich und nicht für andere. Alles andere entscheidet die Rego. Fertig. Alles andere entscheidet die Rego. Wir machen das Beste draus und gut ist. Also ich maß mir das nicht an und ich will mir das nicht anmaßen und urteile nicht über andere, sondern über meine eigenen Scheiße. Alles andere ist mir scheiße. Bei Ahnung, wir fragen. Nach mir die Sitzung. Hallo, Toni. Sorry. Ja, ist gut, Peter, ist gut. Ja, wenn Horny mich jetzt nicht zieht, dann hole ich mir jetzt einfach mal scheiß Stollengebäck, weißt du? Was? Na klar. Ich will auch, ey. Ja. Ich mag Stollen. Entschuldigung, aber bring ich dir mit. Ah, danke. Twitch Prime ist lange klar. Was spielst du lieber, F1 2020 oder Assetto Corsa? So, wer da? So, Pete, hier. Ja, danke. Halt's in die Kamera, du darfst reingreifen, wenn du willst. Nimm es dir. Ja. Ah, ich habe jetzt die Schüssel leer gemacht. Hm, komisch, das ist noch voll. Ja. Ob ich angepisst bin? Nee, gar nicht. Ich bin überhaupt nicht angepisst. Nö. Nee. Ich bin super happy, ehrlich gesagt. Erste Multiclass, erstes Multiclass-Rennen. Nachts. Zwei Stunden Stint am Stück gefahren, erste Mal. War alles super. Multiclass muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Ich glaube, ich werde das in iRacing mal angreifen und vielleicht mal ein paar Tage nur Multiclass fahren zum Üben. Da fehlt mir ein bisschen Praxis. Ein bisschen. Tony, moin, ich grüße dich übrigens. Spielt ihr alle mit dem Lenkrad? Also aus meinem Team fahren alle mit dem Lenkrad, ja. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen, Abend. Danke, dass du so lange ausgehalten hast, Bagger. Ich hoffe, du hattest Spaß und ein bisschen reingefunden. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Nee, war kacke, tschö, ja, dann verpiss dich doch. Du kannst auch mit dem Controller fahren, ja. Ist er in die Box gefahren, oder? Ja. Wer der Mercedes? Ja, ja. Ja, dann kann Reini ja jetzt reinpeitschen. Wer hat ja auch noch mehr Leute vor sich, die vor ihm sind. Nee. Ich hab's nur im Augenwinkel gesehen. Heute. Wie war's denn? Erzähl mal.
Nee, Jackson. Ich hab, ich verzichte auf meinen Stint. Für die Platzierung. Also Reini fährt jetzt wahrscheinlich einen Doppelstint und den letzten dann Xentrim. Also Pete und ich werden mal wieder verzichten. Für die Platzierung. Das werden eineinhalb wahrscheinlich bei mir. In der Hoffnung, dass wir 10 werden. Weil ich habe leider Gottes zu viele Plätze abgegeben. Ich bin zwar nicht schlecht gefahren, aber ich habe zu viele Plätze abgegeben im Verkehr. Ja, das hat wieder extrem Zeit gekostet jetzt, ne? Es sind noch 3 Stunden, Boys. Was sagst du? Der Salomon hat jetzt eine Drive-Thru. Ja, 3 Stunden noch, aber die anderen sind auch schon in der nächsten Runde, ne? Auf Platz 11. Guck mal, was ein Abstand die haben. Hab ich so reingekackt, Alter? Naja, halt durch die 2 Dreher alleine. Das war halt dann der Stand halt, ne? In der Dings. Wo du da fast 10 Sekunden gestanden hast in der Haarnadel da. Reingekackt war das jetzt nicht, aber war halt scheiße gelaufen, sag ich einfach mal. In der Situation. Dieser Dreher in der Haarnadel mit Stand auf dem Gras hat halt echt extrem Zeit gekostet. Ja, ich weiß. Das fühlte sich auch sehr scheiße an, nachdem der Rest eigentlich gut war. Ja, deine Rundzeiten durchaus waren, wenn du freie Bahn hattest, echt richtig gut. 1,4 glaube ich, war sogar mal drin. Drive-Thru muss man immer von 3 Runden, ne? Ja, müssten 3 Runden sein, ja. Was meinst du, Dugi? Was meinst du, Dugi? Alles gut bei dir, mein Hübscher? Jetzt habe ich es gelesen, Freude Sommer. Sag mal, Pete, fahren wir nach Weihnachten beide mal Multiclass? Zum Üben? Bitte? Ja. Das wäre schön. Die VCL Plora. Hey Duki, übrigens, sorry, dass ich vorhin an der Kurzweiler Haarnadel so dicht bei dir vorbei bin, Manga. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe 3-mal gesagt, ich habe dich lieb, in der Hoffnung, dass das Internet die Nullen und Einsen zu dir gebracht hat. Und du einen Luftkuss gekriegt hast von mir. Reini, lass den Salomon nicht vorbei, der muss innerhalb von 2 Runden an die Box, ne? Ja. Jetzt noch da? Keine Ahnung. Ich kann ja nicht antworten. Schreib ich mal bei Mitte. Warum haben wir denn eigentlich so eine große Rivalität mit denen? Muss es da immer so Reibereien geben? Das ist mir ja unangenehm. Vor allen Dingen so unmöglich. Hey, Waldemar, moinsen. Du hast dich revanchiert. Was hab ich? Du hast dich revanchiert. Bei was? Bei Duki. Inwiefern? Ja, der ist doch in meinem Stint, hat er mich doch übelst da als Überrundeter überholt und hat sich dann da gedreht. Oh, hab ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass El Vinco vor mir eine Pirouette gedreht hat, nachdem er mich überholt hat. Ist irgendwie immer dasselbe. Ich denke mir immer, ja, El Vinco lässt du mal vorbei. Der ist ein bisschen schneller. Der ist wild auf dem Auto. Dann hast du ein bisschen deine Ruhe. Dann lasse ich ihn immer vorbei und eine halbe Runde später steht er am Rand. Und dann denke ich mir immer so, El Vinco, wärst du mal hinter mir geblieben, dann hätten wir safe fahren können.
Rubbel die Katz, Mann. Wir bremsen. Ja, früher bremsen, Mann, ey. Reini, ein Tick früher bremsen. Schwimmt Tuki auch? Oder haben die sich das wieder aufgeteilt, die Jungs? Vorhin war er, glaube ich, live. Ja. Ich glaube, die streamen immer nur während den Stints. Hey Tritox, moinsen, ich grüße dich. Ich fahre seit Mai diesen Jahres. Ich habe im Mai damit angefangen. Mai diesen Jahres habe ich damit angefangen. Wie kam's? Ich hatte, also so grundsätzlich hatte ich immer schon einiges mit Autos zu tun, also so in meiner Freizeit mit Rennsport. Und ich habe auch schon seit vielen Jahren ein Lenkrad und auch mal eine Racing-Liga gehabt, aber irgendwann habe ich das halt verworfen, weil ich am Tisch fahren einfach Kacke fand. Naja, und so kam eins zum anderen und wir saßen im Stream und haben darüber gesprochen, haben Formel 1 geguckt und naja, dann war auf einmal die Schnapsidee, geil, Alter, lass mal einen Rig kaufen. Naja, und jetzt habe ich mir den Rig gekauft. Und fahr Sim Racing. Das ist zusammen und schon bestellt, Kräuter Sammlerhumpen. Das ist schon bestellt. Das kommt. Mal gucken, wann das kommt. Mit Sitz, Monitorhalterung und allem Pipapo. Ey, Arkentos, jetzt steht hier ein eigener Rechner. Hier hat alles einwandfrei funktioniert. Angeschlossen, Treiber installiert, fertig. Hat das Knarzen ohne Schraube aufgehört? Ich muss regelmäßig fetten. Also ich muss regelmäßig das Ding einfetten, damit das Knarzen nicht da ist. Ja, ich habe zweimal Windows installiert jetzt, ja. Ist wirklich ein großer Unterschied zwischen Forza Motorsport 7 und ACC. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Das sind zwei ganz andere Welten, du. Also Forza Motorsport ist schon schön, das möchte man nicht sagen. Und die Fahrphysik ist auch relativ gut, möchte ich sagen. Aber das ist schon ein Unterschied, ja. Sehr großer. Das ist wie Gran Turismo meiner Meinung nach so. Ist ja halt eher so ein Controller-Spiel, immer noch für dich, auch wenn du dieses normale Forza meinst. Nee, Forza Motorsport, nicht Forza Horizon. Ja, nee, das normale Forza, ja, Motorsport, ja. Genau. Kann man ja auch nicht vergleichen. In Sachen Arcade ist Forza sicherlich cool, aber das kannst du nicht mit ACC vergleichen. Ah, ich muss gleich mal Reini fragen, wie lange er noch hat. Ähm, 20 Minuten ungefähr. Wenn ich eingeladen werde, Advalant, fahre ich im nächsten GPO gerne mit, ja. Hau rein, Kräuter. Lass dich gut gehen, Bagger. Und erhol dich. Und danke fürs Teilen. Also der Story von heute.
Ich weiß ja nicht, ob das so clever war, Stollenkonfekt und Cola Light zu konsumieren in einem Ritt. Das, glaube ich, könnte eine wilde Nacht werden. Wäre mir auch auf Anhieb schlecht gerade. Echt jetzt? Ich finde das ein bisschen wild, aber auch irgendwie geil. Ja. Oh, das klang jetzt echt. Echt. Naja, allein schon Cola Light. Da würde ich. Ich glaube, ich habe in meinem Leben einmal einen Schluck Cola Light getrunken. Hier, du bist lang. Ich habe auch mich immer geekelt davor, ne? So vor Coca-Cola Zero und so ein Kram. Aber mittlerweile trinke ich die Zero sogar gerne. Ja. Ich trinke sowas. Also, ich trinke generell keine Cola. Also, das ist. Ich trinke ausschließlich Cola Light. Nee. Ach, Scheiße, ich wollte Reini fragen. Reini, wie lange hast du noch und wie hast du dich entschieden? 24 Minuten. Ja, und? Ich könnte schon einen Stint fahren. Sehr geil. So wollen wir das hören. Ja, dann fährt irgendwie ist das unsere neue Taktik geworden, ne? Wie waren die letzten Reifendrücke? Mach du das mal bitte, Xentra. Jo. Gib mir kurz einen Moment. Jo. Ein Stress, habe ich jetzt so viele Überrundungen gehört. Ja, mach mit ihm das bitte. Ah, jetzt ist er weg, der Xentra. Auf den Geraden bitte, Xentra. Ich höre dich noch, alles gut. Ja. Weil jetzt, da ich weiß ja selber, man muss sich da scheiße konzentrieren, ey. Esse, ja, ich weiß, Überrundung. Ich hätte eh auf den Geraden das gemacht. Alles gut. Ja. Dann noch Hämorrhoiden und allem möglichen Kram, ey. Weiß ja, das ist halt nicht schön. Aha. Ja, logisch. Deswegen bin ich vorhin auch in die Banne gefahren, weil Xentra mich vollgequatscht hat. Ah, jetzt haben wir, endlich die Schuldigen gefunden. Ich dachte, wir immer der Junge, ne? Ding. Was? Ich sag immer der Jüngste, der Junge. Hochmütig quatschte er mich voll. Ja. Blöde Sau. Ah, Toni, Fritz Cola, Beste. Beste. Aber ich kann ein Achievement habe ich heute errungen. Und darüber bin ich sehr froh. Wie, das heute Morgen, das Ding? Nee, das ich war schneller als du heute. Also von der Rundenzeit. Ja, gut. Da kannst du jetzt was kaufen. Halt die Schnauze. Glaub mir nicht. Richtig. Vorne links 27.0 gewesen. Ja. Vorne rechts 27.1. Ja. Hinten links 27.1, hinten rechts 27.3. Okay, danke. Passt. Also aber jetzt mal trotzdem nochmal, um das nochmal wirklich zu erwähnen, ja? Die Teams, also auf 13 oder zurückzufallen, wäre so oder so passiert, weil die alle schneller fahren als ich. Das zu halten war schon eine gute Leistung. So. Ruhe im Karton jetzt. Selbstbeweihräucherung, sonst weine ich mich in Schlaf heute. Das sah wirklich nicht gut aus bei dem Mercy, ne? Wenn ich mal 12 Stunden Rennen Brands Hatch machen? Oh. Das wäre geil. Mit Multiclass. Nee, das dann fahre ich nicht mit. Ja, genau, Alter. Da kannst, kein Problem. Da kannst du dich komplett abmelden, Junge. Alles schon gefahren, sowas. Das ist ja Pipi-Kram mit einer kleinen Klasse dabei. Das musst du mit vier verschiedenen Klassen fahren.
dann weißt du, was du getan hast nach 12 Stunden. Maga, das weißt du auch so schon auf Bad Hörstmann. Wann gibt's Wurstwurst 3? Keine Ahnung. Vielleicht nie? Morgen. Morgen, ja. Ja, nächstes Wochenende steht schon wieder, aber nur 6 Stunden. Wolltest du nicht Pause machen? Ja, aber das Jahr muss ich noch ausnutzen. Da ist nur 6 Stunden Imola. European Le Mans Serie. Ja. Der Imola hat Spaß Porsche gemacht. Porsche RSR GTE. Wird Laune machen, ey. Oh, schön ohne ABS. Jawolli. Ohne ABS. Schön hier mit Power unterm Arsch. Geil, Alter. Einmal verbremst. Ratatatatat, da steht der Reifen. Ja. Jam, jam, jam. Das auf Imola, ey. Da muss ich noch trainieren, ey. Aber ich habe ja eine Woche Zeit. Also Imola fand ich auch ganz gut bis zum DC. Ja, gut, aber Imola ist halt nicht ohne. Ne? Es, findest du? Das ist... Ja, ist nicht ohne. Also da... Und ich, das ist am nächsten Samstag 3 oder 4 Klassen, ne? Multiclass. Also Imola finde ich jetzt nicht so schwer. Fährt LMP mit, GT3 und GTE. 3 Klassen, sorry. Ah ja. Oder sogar LMP1. Oh, dann wird's hart. Oh. iRacing. Pete fährt die ganze Zeit iRacing. iRacing, Pauli! Ich muss sagen, ich mag Suzuka mittlerweile sehr gerne. Ohne GT4. Es ist eine schöne Strecke, aber ich bin kein Fan von. Ich wusste im Vornherein, dass das halt schon richtig hart wird hier. Bin ja Anfang des Jahres in der Endurance-Serie gefahren. Da waren es auch 3 oder 4 Klassen, das war halt. Und ich war in der langsamsten Klasse unterwegs mit dem TCR. Das war die Hölle, war das. Das ist auf jeden Fall scheiße. Ich habe das ja. In der. Wie hieß die? Die man in C fahren kann? VRS? Nee. Imola? Nee. Imsa. Oder? Imsa, ja. Alter, Imsa war. Ja. Boah, da, also Imsa iRacing hast du Schwitz, Junge. Da bist du halb gestorben mit dem GT3. Naja, da hast 2 schnellere Klassen. GTE und den LMP, ne? Ich bin gestorben. Ja. Oh, scheiße, Leute. Ich muss schon wieder kacken? Was? Nee, ich muss den Stream kurz mal neu starten, Leute, damit der Backup bei vom VOD nicht gecrashed wird, damit wir das volle Rennen haben. Snazzy, okay. Bist du zufällig da? Ach, wegen der 12-Stunden-Regel, ne? Ja, weil sonst ist der VOD kaputt und dann haben wir nicht das komplette Rennen. Und ich hätte das gern komplett. Gleich, Koseba. Lass die das erstmal klären mit dem Neustart. Erzähl ich dir gleich. Oh, da ist einer doch nicht abgeflogen. Was kann ich sagen hier? Caps, kann ich dir schnell sagen. Der ist abgeflogen. In die Mauer rein, wieder auf die Straße zurück. Ach so, okay. Ich habe nur die Lichter gesehen und dann sehe ich ihn im Rückspiegel. Ich dachte ich so, alles gut gegangen und dann, okay. Der ist voll eingeschlagen. Okay. Also, Caps ist so mit das Beste. Ist aber kostenpflichtig. Ich glaube, erster Monat für Lau. Und dann immer kannst du dein Prime-Abo bei dem Typen lassen. Aber das funktioniert am besten. Du hast Auswahlmöglichkeiten ohne Ende.
Okay. Leute, ich muss kurz mal den Stream neu starten. Ich bin gleich wieder da, ja? Also mit dem Stream. Sonst haben wir das Rennen nicht bei YouTube. Also, bis gleich. Ja, und wir werden jetzt vom Radetzky angeholt hier. Ja, interessiert nicht. Das ist Kampfplatz. Du weißt, was ich meine. Ja, aber die sollten mal Platz machen, eventuell vorne dann, weißt du? Ja. Wäre vielleicht schön. Ah, jetzt klingt er? Ne, klingt er nicht. Also. Alter, halt doch nicht dagegen, Macker. Zurückgezogen. Ei. Ja, der ist eigentlich schneller. Das ist ein ganz schneller. Wer, Radetzky? Ja. Radetzky ist halt, der hat, glaube ich, fast immer Pol gehabt in der Quali. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Der kämpft mit Schöninger immer die ganze Zeit. Ja, die waren weit vorne auf jeden Fall. Der Top 5, würde ich sagen. Ja. Ja. Radetzky ist richtig schnell. Mache ich auch eine auf Bratwurst, eine 1,59, kann ich toppen. Gib mir ein anderes Auto und dann mache ich das. Ich habe heute übrigens eine sehr schöne und wichtige Lektion gelernt. Gewichtsverlagerung beim Auto. In der Assist. Ja. Wenn du das ruckartig machst, rutscht das Auto weg. Und rollen lassen. Fand ich auch ganz gut. Auf jeden Fall. Was mir vor allen Dingen sehr gut gefallen hat, war die 2.1 mit 100 Litern drin. Die hat mir geschmeckt. Draußen sind 3 Grad, ich habe Fenster offen und hier drin ist pisswarm, ne? Jo, hier auch. Alter, ich sehe es auch gerade, wo du sagst, 23,5 Grad habe ich hier. Und man schwitzt halt wie ein Schwein und hat Fenster auf. Ja. Oh. Ich muss aber mal eben Fenster auf. Nein, wir haben eine Traktor. Oh, das zweite draußen, kacke. Alles gut, weitermachen. Die kann man nicht in Verbindung. Nee, nein. Geht hier nicht. Nein. Nee. Nein. Reini, die kannst du nicht verbinden mit Boxenstopp. Ja, ist schon klar. Wollte ich nur sagen, alles gut passiert. Tschüss. Weitermachen. Was? Warum hast du eigentlich die 10 nicht hochgestellt worden? Wie war auf 3? War doch okay. Also ich bin ja gut gefahren. Ja, bis auf den Verkehr gut gefahren. Gebe ich dir recht, Pauli, aber solche Autos fahre ich. Also ich habe den neuen LMP2, den P217 Dalara. Ja, war da auch kurz drin. Aber Stopp. Sagt mir nicht so zu. Eher die GT-Autos. Also GTE, GT3, TCR ist auch okay. Also ist ja eigentlich mein Lieblingsauto, aber. Und LMP1 habe ich schon mal getestet. Das ist halt, da brauchst du Management ohne Ende. Ne? Boost-Management, wann, wie du das machst, wo du das machst auf der Strecke. Das ist die Hölle. Bin irgendwie vor einer Woche mal auf der Nordschleife gefahren. Macht aber Laune. Wir 3 Cuts hatten.
um 3 Verwarnungen kriegt. Haben wir jetzt dann wieder neue 4? Ich hab das jetzt noch nie gehabt. Ja, wir haben jetzt nochmal 3 neue dann. Ah, okay. Brems! Mann, macht das doch nicht so spannend, ey. Bin mal kurz weg. Ja. Bin gleich wieder da, meine ich. Kurz so einen Schluck trinken, ne? Oh Mann. Feels bad, man. Wie schaut's aus? Ja. Wir sind von Platz 6 runtergefallen auf Platz 13. War deiner? Ja. Hm. Also meiner war von Platz 6 bis Platz 13. Hm. Ja, ich bin rausgekommen. Verkehr. Hab direkt drin gesteckt. Im Verkehr. Also war instant GT4 vor mir, bin nicht durchgekommen, gleich 2 Plätze verloren in den ersten 2 Runden. Und dann hat mich ein GT3, eine GT4 nicht wirklich vorbeigelassen. Dann bin ich vor der Haarnadel wie ein Bescheuerter übers Curb geflogen und habe mein Auto einmal kurz gedreht. Also ist nicht kaputt gegangen. Also nicht kaputt gegangen, aber ich habe mich gedreht und da habe ich dann auch nochmal die restlichen Plätze verloren. Ja. Und ich hatte nur Verkehr, nonstop. Ohne Verkehr bin ich halt super Zeiten gefahren. Aber ich habe halt mit Verkehr richtig verkackt heute. Also das geht auf meine Kappe, dass wir die guten Plätze verloren haben heute. Wobei man trotzdem sagen muss, für, ich sag mal, die Erfahrung, die ich mitbringe, war es trotzdem nicht verkehrt. Und die Rundenzeiten waren auch okay. Aber ich bin halt auch nicht, also von der Erfahrung her, weder Reini noch Zentren noch Heat. Also ich bin hier der schlechteste Fahrer. Rubbel die Katz wieder da. Eww. Na, hallo Stuhlsen. Ja, vielleicht waren wir da sogar auch mit beteiligt. Der ist innen reingestochen, war überrundet. Das war in meinem Stint. Und dann hat er irgendjemanden weggehauen und stand auch vor mir quer. Und ich bin da auch rein. So leicht. Vielleicht war das sogar die Aktion. War ich auch sehr stinkig. 9 Sekunden. 9 Sekunden, rubbel die Katz, wie heißt denn das? Auto kaputt. Dadurch P5 verloren. War ich auch etwas angepisst, aber naja, ist so. Ja, könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Verkehr, meine ich.
Ja, das auch. Die Runde gegen aber ich habe da kein Problem mit Verkehr. Muss halt konsequent sein. Zack, rein da, tschüss sagen. Hat der Exzent dran? Er ist nicht da. Ist der denn? Ach, der ist schon wieder umräumen, ne? Ja, ja. Was denn? Sein neues Equipment. Ich wollte wissen, ob ihr alles eingestellt habt für Reini. Ich habe schon wieder vergessen. Ja. Reini, hast ja. Du hast die Reifen und alles eingestellt, ja? Habe ich alles eingestellt, ja. Okay. Hat er ja. Ja, ich habe... Ich hab's eben mitgekriegt, da musst du mir das jetzt nicht nochmal sagen. Entschuldigung, ich hab den Dialog mit dir gesucht, Pete. Okay. Ja, das finde ich aber auch okay, danke. Sehr gerne, immer wieder gerne. Und schnack mich mal in unserer Dings da an, im Discord. Falls ich das vergesse, ich hab so ein paar Aufbaxer. Damit wir uns mal darüber unterhalten können. Was hast du? Aufkleber. Was für Aufkleber? Wenn du Interesse hast. Polenaufkleber. Was? Get Polen an! Ach so! Oh, ich denke mir, was soll ich denn mit Polenaufkleber? Was kommt da jetzt? Er hat noch abgebremst. Oh, Stuhlsen, an dem bin ich auch gerade so vorbeigeflogen, was du mir gerade geschickt hast. Hm, 4 Sekunden Reparatur noch mit dabei. Das war meine zweite Runde. Ja. Ich ärgere mich auch, Stuhlsen. Ich gehe heute in die Ecke. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich heute sehr. Also wirklich. Ne, wir sind P13 aktuell. Ich habe mich einmal sehr ungünstig gedreht. Also sehr, sehr ungünstig gedreht. Stand sehr lange auf einem Fleck. Wie viel Vorbereitung hatten wir? Ich habe 6 Stunden Suzuka trainiert und habe über 500 Runden auf Suzuka gedreht. Also an den Rundenzeiten, also die Rundenzeiten sind nicht das Problem und GT3 sind auch nicht das Problem, sondern für mich, was ich definitiv noch üben muss und was man aber nicht so einfach üben kann, ist halt über Runden und viel Verkehr. Weil die Rundenzeiten waren 2-1, 2-1 niedrig bis 2-1 mittel, ohne Verkehr. Aber ich habe so festgesteckt am Anfang, weil ich mich nicht getraut habe, an den GT4s vorbeizugehen, in SS und so. Und dann bin ich an dem einen, habe ich mir ein Herz gefasst, das war hier vorne. Bin an dem vorbeigeballert, bin aber gerade so nur vorbeigekommen und bin hier vorne direkt an der Ecke aufs Curb gekommen und stand hier in der Haarnadelkurve direkt links an der Mauer dran. Also ich konnte nur ganz knapp rückwärts fahren und dann, ach, das hat, glaube ich, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden gekostet und dann war halt vorbei. Sind dann alle vorbeigedüst. Reini, wenn es geht, nicht den Steckmann vorbeilassen. Jo. Du bist nämlich wesentlich schneller, sonst hängst du da hinten wieder dran. Mhm, okay.
Also Vorbereitung hatte ich genug. Nur halt nicht auf Multiclass. Ist aber auch schwer zu fahren, die Strecke mit Multiclass. Und der Menge an Autos, muss ich sagen. Als Anfänger, sage ich mal. Aber dafür war es trotzdem sehr gut. Also wirklich jetzt. Also selbst die Zeiten zwischen, also die Zeiten auf dem 13. Platz sind alle noch mega schnell. Und damit zu halten ist schon, finde ich schon ganz gut. Euch auch stoßen. Grüß schön. Nee, ich fahr keinen Cent mehr heute. Pete und ich haben verzichten. Zentren und Reini fahren die letzte Stunde jetzt. Um noch wieder nach vorne zu kommen. So weit wie es geht. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Und hat er sich einen gesammelt? Nee. Er ist, glaube ich, nicht schnell genug gewesen. Stimmen die Reifen? Alles okay? Willst du noch besser gehen? Okay, ja. Okay, weitermachen. August, ich habe einen Dreher gehabt von. Und Donjon. Ich habe mich gedreht von. Hey Nico, moin. Sehr gerne, hallo. Hey, das freut mich, Nico. Ja, Radizzi ist sehr, sehr schnell. Der war, glaube ich, auch in der Box und hat sich neue Reifen geholt. Also, Mann auf 9? Ist da nicht Elvinko mit drin? Nee. Nee. Wollte ich gerade sagen. Naja, es sind jetzt noch 2 Stunden Zeit für Top 10.
gucken. Ich glaube, wir müssen nächste Woche mal irgendwie einstreamen, mal iRacing Multiclass fahren den ganzen Tag. Also wirklich mal so 6 Stunden nur Rennen fahren die ganze Zeit. Das wurmt mich jetzt richtig. Das lässt mir gerade keine Ruhe. Der Mercedes lässt durch vorne rum. Habt ihr euch eigentlich für das Giveaway eingetragen, Leute? Von der VCL? Ja. Sehr gut. Ah, ich gewinne aber sowieso nichts. Ich gewinne nie was. Sei nicht traurig, kleiner Meisenmann. Vielleicht gewinnst du ja doch. Ah, okay. Heute hast du meine Liebe gewonnen. Das ist doch ein schöner Preis. Da hast du recht. Da hast du recht. Also Platz 13 ist auf jeden Fall erstmal schon nochmal in Reichweite mit 11 Sekunden. Platz 11, Platz 12 ist gerade nicht in Sicht. Also für Platz 11. Oh. Naja. Stimmt, trifft die. Da muss ich gucken, ob die das überwiesen haben, aber nichts sehr ungut. Ich habe auch die Entry bezahlt. Nur so zur Info. Für das Event. Hat ihr Preisgeld gekriegt? Ja, ja. Wie viel? Ach, ich glaube 7 Euro oder 10 Dollar umgerechnet. Das ist doch nicht schlecht. Ja, ja, nee, ich habe aber auch 5 bezahlt für das Event. Ja, Horny. Ist ja, nee, ist ja alles gut, also. Habe ich ja auch gerne gemacht. Ja, hau rein, Horny, zieh mir einfach hin. Ich will mal kurz mal wegpiepen. Jo. Trifft die, falls wir uns irgendwo. Und du bist ja auch gar nicht so weit. Hallo? Du wohnst doch gar nicht so weit weg. Schönen du musst auch hier irgendwo anders gesagt. Irgendwann kommst du mal Nils, vorbei. Wie geht's dir? Moinsen. Oder ja, Kaffee, Moinsen. Alles gut. Noch ein bisschen Verdauung vom Stint, ne? Wie lief? Und falls wir uns mal alle treffen, dann ist vollkommen egal. Die Verdauung ist die gleiche. So, wunderschönen guten Abend, Freunde. Das ist Sigi Lentes bei uns. Das ist der Teamkollege von Reinhard Hiebel. Sigi Lentes sitzt auf dem Auto hier. Get Pole Racing auf dem Lexus RCF mit der 777. Momentan seid ihr auf der 14. Position. Ja, allgemein, so diese. Bist du in die Nacht reingefahren, in die Dämmerung? Sigi? Nee, ich bin Nacht gefahren. Du bist danach gefahren? Nee, ich bin Nacht gefahren. Also ich bin dunkel gefahren. Achso, okay. Bist du am Tage schon vorher gefahren oder bist du generell in der Nacht erst gestartet? Nee, ich bin nur in der Nacht gefahren. Okay. Was sagst du so allgemein vom allgemeinen Event her bis dato? Wie fühlt sich's an? Ist der Lexus handelbar? Gibt's irgendwo eine Beschwerde aktuell am Auto, die ihr habt? Oder läuft alles wie nach Butter? Nee, das Auto ist super. Der GT4-Verkehr ist kacke. Ich tue mich da ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ich bin halt nicht so ein, wie soll ich sagen, so ein Türbrecher und, ich nehme halt auch doch noch ein bisschen Rücksicht auf die Jungs manchmal und irgendwann war mir das, also ich bin quasi rausgekommen in meinem Stint und hatte gleich mal 2 GT4s vor mir. Das war so, ja geil, ey, super, schön, also einfahren war schon mal klasse und dann bin ich mit der SS halt, die ganze SS 2 GTS, GTE 4 hinterher gefahren, bin halt überhaupt nicht vorbeigekommen.
Dann haben sie mich vorbeigelassen. Irgendwann war ich so pissig. Also ich bin halt so 2-1er Zeiten im Schnitt gefahren, was ich persönlich nicht so langsam finde. Sind dran? Mit vollem Tank und irgendwann irgendwann war ich so stinkig, da habe ich dann aus Versehen meinen Körb mitgenommen. Und dann hat sich mein rechter Reifen vorne so hoch angehoben, dass ich nicht mehr durch die Spitzkehre gekommen bin. Dann stand ich da wie Karl Arsch in der Sonne und bin dann von Platz 5 auf Platz 13 runtergefallen. Ja. Das ist nicht schön, aber wieso seid ihr jetzt auf P13? Ihr wart doch gerade noch auf der 14, oder? Weil wir wahrscheinlich einen eingeholt haben. Oder das Overlay kaputt ist. Oder was auch immer. Also ja, warte mal, nicht, dass mir einer jetzt rausgefallen ist. Nein! Disconnect bei der 13, das kann doch nicht sein! Jan Henderkes, wir haben den 13er AMG verloren. Wir haben das M-Technology-Team verloren. Das ist, wisst ihr noch, wir haben vorhin den Kollegen, das ist, deswegen seid ihr auf 13. Ja. Ich hab's fast geahnt. Disconnect bei der Startnummer 13. Wir haben vorhin noch den Teamkollegen bei uns mit zu Gast gehabt, den Mike Vogt. Der hat noch aus Gag gesagt, wo ich auch gesagt hatte, Jungs, beschwöre es nicht, sage es nicht, wo er gesagt hat, von wegen, naja, ich hab doch noch meinen obligatorischen Disconnect. Oh nein. Genau das ist das Team. Und ich gehe jede Wette ein, Jan Henderkes wird mir noch angezeigt, aber ich gehe jede Wette ein, dass der Mike Vogt eventuell auf dem Auto sitzt oder der Jan jetzt einfach das Problem hatte. Jan, wenn du das hörst, bitte kurz die Info an mich raus. Jan Henderkes war schon im Stream vertreten. Oder das Tim, kannst du das bestätigen? Kannst du bestätigen, ob der Jan oder der Mike auf dem Auto war? Also jetzt sind wir wieder 14. Ja? Bei mir. Warte. Wo ist der? Ach, die sind wieder auf dem Server. Oh. Mike Vogt sitzt in dem Auto drin, Position 11. Ich glaube auch, dass das ein bisschen komisch ist in ACC. Also, jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. Nein, du kannst ja rejoinen, aber du verlierst einfach die ein oder andere Runde. Aber es muss natürlich passen. Leider nicht, hab ihn per WhatsApp geschrieben. Okay, wenn du was weißt, sag mir Bescheid. Also jetzt aktuell, jetzt gerade haben wir gesehen, war der Mike Vogt auf dem Auto. Startnummer 700, 30 Sekunden Stop and Go, Missachtung einer blauen Flagge mit einer Kollision in Runde 264. DT für die 169, Kollision verursacht in Runde 237 bis Runde 238. Wie geht denn das? Über eine Runde lang Kollision verursacht. Oder was? Ja, wahrscheinlich schön im Verkehr gewesen und dann kamen wieder so, ja, nette Menschen, die so zu dritt in die Assist müssen. Habe ich auch schon gesehen heute. Wir waren mittendrin, da ging es dann vom linken Auto zum rechten Auto, zum linken Auto, zum rechten Auto und dann war das rechte Auto weg und dann konnten wir wieder fahren. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da sind einige mutige Menschen dabei, die so mit drei Mann sich da durchquetschen müssen. Also wir sind heute schon mit drei Mann durch die Spitzkehre gefahren und mit drei Mann durch die SS, also... das ist mutig, das überlebst du auch nicht jeden Tag, auf jeden Fall, ja. Ja, die DT wird von der 169 hier gerade abgebaut. Das ist Reforged Racing. Der 79er Reiter AMG, schauen wir gleich mal hier, Daniel Kühn, das ist der Reiter Engineering AMG, steht gerade in der Box mit Nino Fürstenberg am Steuer. Ja, wahrscheinlich der Daniel Kühn ausgestiegen und Nino Fürstenberg eingestiegen und es wird jeden Moment weitergehen. Jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal hier zu Reinhard Hiebel, das ist dein Teamkollege Sigi Lentes, der ist da am Steuer. Reinhard Hiebel sitzt da im Doppelsinn-Format auf dem Auto gerade, oder? Ja, okay. Ja, wir haben geplant, dass du nochmal reingehst ins Auto? Nee. Wir haben uns, also bei uns ist es halt immer so, wir entscheiden das relativ spontan, wie unsere Stints aussehen und Pete und ich haben darauf verzichtet, unsere letzten Stints zu fahren und haben die an unsere schnellen Fahrer abgegeben, da ich halt so einen katastrophalen Stint abgegeben habe, dass die beide noch wieder was rausfahren können. Also wir entscheiden das quasi immer im Team, ob die langsameren Fahrer darauf verzichten, um halt für die Plätze zu fahren. Ja, jetzt kriegen wir gerade die Meldung hier, wir können nicht fahren, dürfen wir escapen. Ihr könnt nicht fahren. Hier, das ist die 79. Wieso könnt ihr nicht fahren? Bleibt mal. Lehrt's mal bitte ganz kurz im TS. Keiner kann fahren. Ja, dann muss das Auto vom Server runternehmen.
Wenn keiner fahren kann, musst neu auf den Server joinen, wenn. Ronny, kümmere dich mal bitte kurz drum. Ja, welche Nummer war das? 79. Daniel Kühn, Nino Fürstenberg, der Reiter Engineering, AMG. 79. Ja. Sehr gut. So schnell ist mein Honda 86 los, Digi, merkt ihr das? Das ist ganz einfach. Oh, der Arme! Das ist ja frech jetzt. Das ist schlimm. Ja, ich kenne Honny schon so lange, mein Lieber. Aber alles gut, ich weiß, was du meinst. Das war richtig unfair gewesen, bin ich voll und ganz bei euch. Ja. War das so die Performance, die ihr erwartet hatte, Ziggy? Oder seid ihr eigentlich sehr überrascht? Weil doch auch die also ich meine, guck dir die Zeiten an. Das ist brutal. Wir haben noch knapp ein bisschen mehr wie 2 Stunden zu gehen und wir haben hier Sekundenabstände. Da sind keine Runden dazwischen im klassischen Sinne, so wie es normalerweise im Langstreckenbereich oder in Langstreckenrennen der Fall ist, sondern dieses extrem hohe Niveau in Verbindung auch mit den GT4, also der Multiclass-Bereich, ich finde es absolut atemberaubend. Wie siehst du das? Ist es ähnlich aus deiner Sicht? Wir sind gestern ja, ich bin ja beim Qualifying auch dabei gewesen und habe mich sehr, 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 sehr hart gewundert, was das da für Zeiten sind. Und das Xentrin, also Stefan Hilpert. Ja, Hilpert, ja. Genau. Ich kenn nur Nicknamen. dass der mit 1,58 genau. Nur auf 13 war. Und ich hatte schon ein bisschen Bedenken heute, als wir ins Rennen gegangen sind. Und dann, Herr Hilbert ist dann vorgefahren bis 5 und da war dann auch alles gut. Und wir konnten das auch relativ gut mithalten, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es so den Menschen da draußen geht, aber Multiclass ist halt einfach mit dem Verkehr und das auf Suzuka unfassbar schwer. Also du siehst hier halt auch, wer fahren kann und super viel Erfahrung hat. Ja, ich glaube, das siehst du. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch sowas, ich sag mal, man kann sowas handeln. Also es gibt auch natürlich auch den einen oder anderen Amateurfahrer, der oder das eine oder andere Amateurteam, was sich da sagt, okay, ich muss es halt einfach mal probieren. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, hier am heutigen Tage, die Zusammenstellung des Fahrerfeldes, der Teams, das ist für den klassischen, ich habe vor 2 Wochen angefangen, ACC zu fahren, eigentlich fast unmöglich. Also wenn du noch nie den Kontakt hattest zu Simracing, keine Chance. Also selbst, ich habe jetzt, glaube ich, meine 400, 500 Stunden ACC, ich habe auch immer noch Schwierigkeiten. Und ich würde jetzt mal mich so einschätzen, ich bin nicht so langsam. Aber da komme ich auch nicht. Du bist aber schon was anderes gefahren, oder, Sigi? Nö. Ich habe mit, im Mai habe ich angefangen. Mit ACC angefangen, ja. Und auch bis da. Okay. Ja, das meine ich. Mai ist schon eine Weile zurück, also das war nicht erst vor 2 Wochen der Fall. Aber ich glaube, das merkst du einfach auch hier am heutigen Tage, speziell hier auf Suzuka. Ja. Also ich merke das ja immer, wenn bei mir, also meine Stints sind ja grundsätzlich so aufgebaut, einfach konstant durchzufahren, weil ich halt einfach nicht die Zeiten schaffe von den anderen. Und was da hinten immer angerollt kommt, da schüttelt es mich. Da guckst du dann so einen Rückspiegel, du kommst jetzt von wo nochmal her und dann auf einmal sind sie weg. Das ist halt immer so, ach so, ja, schön, dass du da, ja, nice, tschüss, viel Spaß. Also die sind schon verflucht schnell. Und ich muss ja sagen, der Mercedes, der alte Lumpen, der ist auch, also da hast du ja nicht mal mehr mit dem Lexus auf der Geraden eine Chance. Die blöde Potsau, dieses Drecksauto, da kommst du nicht ran. Schwierig, ja, sagen wir es so, schwierig, ja, definitiv. Wir können das ruhig beim Namen nennen, die blöde Drecksau. Ja, ja, ja. Wir reden ja nur über das Auto. Ja, Über welches hast du jetzt gemeckert? Nee, ist gut jetzt. Nein, nicht gemeckert. Ach so, ist das heute schon oft Thema gewesen, oder? Nee, aber frag mal, auf welchem ich gesessen habe. Auf was bitte? Auf dem Hobel. Ist auch nicht besser. Du bist Beamer gefahren. Ja, genau. Beamer, genau, ja, ja. Ey, da muss ich ja ganz ehrlich. Da muss ich ganz kurz mal eine Anekdote dazu erzählen. Ja, ich bin heute das erste Mal im Multicast und ich wusste ja, dass ihr auch mitfahrt. Ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, mit Lukas gesprochen und ich habe dieses Auto gesehen, das ist vor mir aufgepoppt und instant waren alle Alarmglocken an. Bloß nicht anfahren, bloß nicht, ist egal, ob blaue Flagge oder nicht, bloß nicht anfahren. 3 Meter Abstand, nur auf der Geraden. Bitte, Lupe, lass mich vorbei. Bitte nicht anfahren, geht weg da vorne. Und dann war ich vorbei und dann habe ich meine Ruhe. Weißt du, frei nach dem Motto, am Heckbereich eine riesig montierte Rundumleuchte und wenn die sie das Thema, also der Sigi Lentes nicht mehr die Rundumleuchte gesehen hat, war alles safe. Ja, du, das ist ja, du willst ja halt auch keinen abschießen. Ich habe aus Versehen vorhin einen GT4 mal leicht berührt, weil, naja,
Der hat halt keinen Platz gemacht. Dann hat man ja auch ein schlechtes Gewissen. Und wenn du weißt, dass halt Leute aus dem realen Leben, aus dem Rennsport da sind, dann willst du denen das ja nicht unbedingt versauen, in denen du da volle Ochse reinfährst. So. Weißt du? Da hast man ja immer so, naja. Ja, nee, echt. Würdest du auch behaupten, Sigi, wenn du jetzt einer von den Top 10 Fahrzeugen an dir vorbeikommt, probierst du da vielleicht die eine oder andere Kurve da ein bisschen dran zu bleiben, so das Thema zu studieren, respektive die Linienführung oder die Linienwahl? Oder sagst du da eigentlich, komm, sieh zu, dass du relativ wegkommst, ich muss wieder einfach in meinem Tunnel drin bleiben können? Versucht man sich da ein bisschen was abzugucken oder weniger? Also grundsätzlich ist meine Devise, das habe ich von Pete gelernt, wenn du merkst, dass er schneller ist und du dadurch Zeit verlierst, also indem du den einfach blockierst, lass ihn durch und häng nicht ran. Und bei mir ist, ich lerne eher weniger dadurch, weil ich einfach nur den Windschatten mitnehme und mich auf mein eigenes Rennen konzentriere. Die Linie adaptiert man ja irgendwann automatisch. Also ich bin jetzt das allererste Mal heute Doppelstint gefahren in der ACC und also mir hat das schon extrem viel gebracht, die Linie zu sehen. Also ich habe auch in der SS irgendwann GT4s überholt, weil ich mich das dann halt einfach gebaut habe. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Aber nicht im vorderen Teil, wahrscheinlich im hinteren Teil, ne? Nee, auch im vorderen. Ehrlich? Ja, okay. auch schon in der ersten Kurve, die habe ich mir auch gleich mal gegönnt. Erste Kurve geht, aber du musst dicht genug dran sein. Ansonsten kann der GT4 nicht damit rechnen, wenn du da rein stichst. Ich will nicht sagen Divebomben, weil Divebomben hat den Kontakt als Resultat. Nur Außenbahn. Genau, richtig. Dann ist alles gut. Also innen habe ich ein einziges Mal gemacht, das tut mir auch immer noch leid. Also falls du da draußen das irgendwann nicht das erreicht, das tut mir leid, ich war ein bisschen übermütig. Ich habe gedacht, er macht auf und dann ist er halt von außen, hat sich halt in die Kurve reinfallen lassen und dann, naja, ich habe ihm halt so einen kleinen Klutscher auf die Wange gegeben. Das war dann ein bisschen ungünstig. Ja. Ja gut, wie gesagt, gehört im ersten Moment irgendwo dazu, Blessuren müssen sein und es ist relativ schnell, du hast einfach keinen Rundumblick, ihr wisst auch im richtigen Leben, ihr kennt es, wir werden auch das Thema ganz gleich noch kurz nochmal ansprechen mit Lukas Luhr, der ist jetzt auch gerade aus dem Auto ausgestiegen, deswegen habe ich da kurz mal die Kamera gewechselt, Dominik Allram ist wieder eingestiegen und Dominik Allram wird jetzt das Thema bis zum Ende hin durchfahren, diese letzten 2 Stunden und 5 Minuten verbleibend und ihr wisst im Bereich der Fahrzeuge im richtigen Leben ist das Thema, die Sitze haben sehr große Wangen, also das heißt, die Sitzschale inklusive der Polsterung ist links und rechts am Helm teilweise extrem weit nach vorne beigezogen und die es ermöglicht natürlich oder beeinträchtigt deutlichst nochmal die Sicht, respektive natürlich auch, das wisst ihr, es gibt das sogenannte HANS-System, dieses Head and Neck Support System. Ja, Shoulder ist ja wurscht, du musst ja. Ja, gut, stimmt ja. Ja. Rein theoretisch muss es ja nicht auf den Schultern sitzen. Es gibt ja welche, die hinten drüber gehen, ne? Ja, aber da hast du nicht im Auto an. Du hast im Kartfahren an. Also im Auto kannst du okay. nicht fahren. Okay, also die Handsysteme, wie sie auf Deutsch heißen, die ermöglichen dir separat schon einen ganz, ganz geringen nur Bewegungsradius, was den Kopf betrifft. Ja, du hast doch 2 Augen. Ja, ja. Die kannst ja, doch bewegen oder darfst du im Auto deine Augen nicht mehr bewegen in die Spiegel? Nein, aber ich würde behaupten, manchmal ist man froh, wenn man rechts in den Außenspiegel gucken kann, so nach dem Motto. Bist du schon mal Single-Spiegel gefahren? Ja. Ja? Ich fahre nur Single-Spiegel. Ja, dann weißt du mal, wie, glaube ich, sich ein Pferd mit Scheuklappen fühlt. Das kann passieren, ja. Ja. Wenn dann auf einmal hinten irgendwo ein Auto vorbeikommt, huch, da war ja einer, Mensch. Ja. Aber es ist schon sehr, sehr, also wie gesagt, deswegen ein Glück, es gibt das sogenannte Helicorsa im Bereich hier von Assetto Corsa Competizione, das ist nichts anderes wie ein Näherungsradar, ja, was dann in der Mitte des Monitors oder des Screens aufploppt und dir aber wirklich im allerletzten Momentum, also frei nach dem Motto, wenn das Helicorsa anspringt, dann ist er schon neben dir, in dir, über dir, unter dir, whatever, aber das ist auf jeden Fall da. Da würde ich mir noch wünschen, dass da so Alarmglocken angehen würden. Also so eine richtig, so eine im Auto dann auch so flackerndes Licht und dann dass du das auch ja nicht verpasst, dass da einer kommt. Und dann bei blauer Flagge, dass das ganze Auto einfach nur flackert so. Ja, richtig, ja. Und wenn es den Crash gab, dann haben wir die extreme Audiokulisse von den Reifen, wo wir vorhin gemacht haben. So, Tobias Kunz, 36.000stel hinter Sepp Spross, kann das denn wahr sein? Naja, nicht ganz. Da ist jetzt noch ein Aston Martin GT4 dazwischen. Im Vordergrund ist der AMG mit der 196 unterwegs. Da wird es auch gleich nochmal sehr, sehr interessant werden. Ja, gut. Sigi, was denkst du, wie weit, ja, weiß ich nicht, wo seid ihr denn gerade? Von der 100, 285 jetzt auf der 12.
Die Kollegen vorne dran, Position 11 und Position 12 sind ebenfalls, Position 10, nicht Position 11 und 12, Position 11 und 10 sind ebenfalls in rund 285 unterwegs. Lass mich mal kurz hochrechnen. Ist noch 50 möglich. Sekunden ungefähr. Habt ihr Rückstand auf die 325, den Aston Martin vor euch und circa eine Minute 10 Sekunden Rückstand auf die 83. Also, ja, zwei Stunden. Möglich ist es noch, aber sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Das hast du jetzt gesagt. Nicht ich unmöglich, ich sag, aber schwierig. Naja, man muss ja immer ein Ziel haben. Ziel ist immer der Top 10, weil wir haben es noch nicht geschafft. Letztes Mal im 12er waren wir 11. Jetzt machen wir 10. Okay, okay. Also, was ist ein Deal? Reini, also Herr Hiebel ist richtig heiß. Der ballert da richtig Runden und Hilbert hat sich heute ein neues Rig gekauft, der ist sowieso auf Wolke 7, also ich glaube, der hat mehr Adrenalin in seinem Körper als alles andere, der wird nachher erstmal losfliegen, glaube ich. Der hat richtig Bock. Okay. Also ich sag mal, so weit weg ist das nicht. Man muss träumen, versteht? Man muss träumen. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Auch die Zielsetzung gefällt mir gut, der Gedanke ist sehr, sehr viel wert. Er ist eben nicht zu sagen, das ist Gold wert, definitiv. Wenn du irgendwann das Ziel aus den Augen verloren hast und steckst den Kopf in den Sand, so wie ich immer so schön sage, dann mach einen Haken dran, weil dann wird es auch nicht mehr so erfolgreich werden, definitiv nicht. Oh. Aber das ist richtig. Aber ja, so 10 würde ich sagen, ist noch drin. Hauptsache sicheres Rennen. Am Ende fahren halt bei uns drei erfahrene Leute und ein Unerfahrener, in Anführungsstrichen. So, und der Unerfahrene zieht den Schnitt halt immer runter. Das Ergebnis, also selbst wenn du hier Top 15 bist, glaube ich, hast du einfach mal ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Ja, bei dem Fahrer. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ja. Also, definitiv. Sind wir mal wirklich ehrlich. Also wirklich, ich bin vorhin sehr, sehr traurig aus meinem Stint rausgekommen. Also wirklich sehr traurig, weil mich das geärgert hat. Aber am Ende, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, ist die Leistung halt, ohne jetzt sich selber die Schulter zu klopfen, auf 13 zu fahren, keine schlechte Leistung so. Ne? Auf keinen Fall. So, wenn du musst alleine bedenken, das Qualifying, das Ende vom Qualifying, die ersten 25 Autos waren maximal eine bis anderthalb Sekunden auseinander. Ja, wenn überhaupt, ja. Und das ist schon, also, das ist schon ordentlich. Ja, hier fahren halt Raketen mit, so die fühlt sich an, als hätten die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht. Ja. Und das aber mit Verkehr noch dazu, ne? Also wenn du dir überlegst, du hast ja etappenweise hast du ja 7, 8, 9, 10 Autos vor dir. Und wenn ich mir mal jetzt Platz 1 angucke, der ist mittlerweile, hat der eine Runde Vorsprung. Also ich habe keine Ahnung, was die Boys da vorne machen, aber anscheinend haben die einen Shuttle. So, die sind mit dem UFO unterwegs. Die sind an mir, sind die schon alleine zweimal vorbeigefahren, die eins. Und ich war jetzt nicht langsam so. Da weißt du dann halt einfach mal Bescheid. Also das Fahrradfeld ist schon sehr, sehr stark. Ich finde das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, großes Lob an die VCL. Ich finde es bis jetzt ganz gut. Es gibt keine großen Probleme. Scheint alles sehr fair zu sein bis dahin. Und das Fahrradfeld ist halt, wie gesagt, also das ist halt völlig crazy. Also wir haben vorhin schon die Nachricht bekommen von einem, dass das schon so langsam Simgrid-Niveau annimmt. Was ist denn Simgrid? Dankeschön. Genau. Dankeschön ja, für diese Aussage. Nein, alles gut. Erkläre ich dir privat, Sie. Erkläre ich dir privat. Alles gut. Hab ich jetzt eine schlimme Frage gestellt? Nein, hast du nicht. Habe ich gegen irgendein Grundgesetz verstoßen mit dieser Aussage? Okay, super. Alles gut. Alles ja, gut. Vielleicht. Ich möchte jetzt vermeiden, dass da im Endeffekt hier Ausrufezeichen Game in den Chat gehauen, Anne, nicht Ausrufezeichen Spiel, dass jetzt hier eine riesen Diskussion im Chat entsteht. Deswegen okay. Alles gut. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, du, mach dir bitte keinen Kopf, das passiert total easy und wie gesagt, erkläre ich dir in Ruhe privat. Welche Position ist der Lambo? Der Lambo ist die Startnummer 111, das ist der PCF Racing Lambo, der ist momentan hier im Bild auf P24, mein Lieber. Leider, der war auch sehr, sehr schnell im Qualifying, also ja, Uwe Seiler, eine absolute Koryphäe auf dem Auto, definitiv. Ja, hier sind also einige Koryphäen. Ja. Also jetzt mal wirklich. Nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Vögeln, Freunde. Aber es sind einfach wirklich sehr, 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 sehr schnelle Fahrer gepaart mit klanghaften Namen am Start. Ich hab's geahnt, ja. Der eine fängt an, der andere macht's hinterher, nämlich beide im Powerslide hier. Raus im Rechtsknick, vor auf die Start- und Zielgerade.
bin ein bisschen traurig, dass der Nismo nicht mehr mit dabei ist. Der ist, glaube ich, raus, oder? Der Nissan GTR? Ja, der Nissan GTR ist nicht mehr dabei. Schade. Da, also da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Da war, glaube ich, also da hat, also das Team hat sich so gedacht, wisst ihr was, wenn wir schon nicht Erste werden, aber wir haben mal Mut, wir fahren hier das Einhorn. Wir fahren das Auto, was keine Sau fährt, ey. Das, ich hätte mir das sehr gewünscht, wenn er durchgekommen wäre. Ich freue mich über so Kleinigkeiten immer bei solchen Events, wenn Leute sagen, ey, wisst ihr was, komm, wir fahren jetzt einfach mal komplett entgegengesetzt der Norm irgendwas anderes. Ja. Die 9 aus Sicht von Space Esports, die haben eine Position gut gemacht. Die sind vorbeigekommen hier scheinbar an Yannick Tümmel am Senpai Racing bei PCF Lexus mit der 23. So, genau wie der Porsche-Fahrer fährt auch kein normaler. Ja, gut. Honny, lass uns bitte noch ganz kurz gucken. Da ist der Jan Hendekes noch oben im Chat. Da wollte ich noch mal ganz kurz nachhorchen, was mit dem Disconnect ist mit dem Auto. Wegen der Startnummer 13. Digi, du kannst gerne einen Moment da bleiben, ist überhaupt kein Thema. Wir müssen uns auch ein bisschen ranhalten, wir müssen noch ein bisschen was raushauen. Ja, erstens und zweitens habe ich auch noch die Sachen hier, ne? Ich habe die, das Logitech noch hier. Genau, wunderschönen guten Abend, Jan Hendekes. Ja, ich weiß, nimmst du immer. Mit Kussand sogar, gell, Jan? Sehr gerne. Ja, und gutes Internet. Ja, so ungefähr. Jan, ganz kurz für uns erklärt. Ich gehe einfach mal, weil wir gleich Fahrerwechsel haben und die reden müssen. So, bin wieder da, Boy, sorry. Sorry, bin wieder da, Leute. Hola. Ja. Was? Entschuldigung, mein Fehler. Bin auch wieder da. Bin auch wieder da. Hast du Daily Quest gemacht, oder? Nee, ich hab gerade Reini voll gequatscht aus Versehen. Huch! Wie sieht der GT4 Porsche komisch aus, oder? Rexa Morning, grüß dich. Ist halt der Cayman, die ne? Die Kack mit dieses, der so schnell auf die geworden werden. Cayman, ja. Die sind immer 5000 Autolängen weg. 718er Cayman, ja. Rubbel die Katze und so. Ich hab grad einen richtig toten Punkt, ne? Ich muss irgendwie wach werden. Ey! Ja. Weißt Hallo? Du, was du machst? Ha? Nimm dir einen russischen Wecker oder kaltes Wasser halt über den Kopf. Pass auf, ich habe eine sehr gute Idee, was du jetzt machst. Du öffnest jetzt dein Telefon, die E-Mail-App und dann guckst du dir mal die letzten 3 E-Mails an. Und dann bist du wieder wach. Da kickt die Vorfreude rein und dann Abfahrt. Ja, GameStar? Oh, na, jetzt sind... Oh, GameStar, Facebook, Spotify... Ja, ich denke mal, das kommt gleich wieder von alleine. Ja. Übrigens, Maxwell, dankeschön für 24 und Sauger, danke, dass du Tauri einzugesteckt hast. Und Spartblut, dankeschön für 37. Ja, da die erste ganze Sekunde schneller, also sogar mehr. Ja, der ist, der AMG ist in der S super viel schneller. Ich glaube, der Lexus ist ja fast der langsamste in der S, habe ich das Gefühl. Nee, er meinte gerade, dass er aufholt, glaube ich, in den S. Ach so. Oder? Nur nee. Den Grad zieht er halt weg. Andersrum, ne? Hey, Garm. Dankeschön für 35 und willkommen zurück. Leute, vielen, 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 vielen lieben Dank für den ganzen Support heute. Das ist einfach crazy. Das ist crazy. Keine Ahnung. Ich möchte mich auch nochmal bedanken. Irgendwie gefühlt 500.000 Subs heute. Das sind immer noch krass, ey. Wahnsinn. Wir erwarten Fotos. Locker.
Nicht nur eins. Locker. Lass uns nicht über Hardware reden, okay? Sonst komme ich wieder nur auf dumme Ideen. Lass das mal gut sein hier, okay? Es geht nicht, Leute. Ich kann nicht. Wir können darüber nicht sprechen, okay? Wobei, ich möchte mich nicht beschweren. Ich habe vor einer Woche zwei neue Computer. Dank, den wunderschönen Menschen von Gigabyte, Western Digital, Corsair und Adonate und AMD verbaut. Ja, das Ding ist halt, also jetzt mal wirklich, das Ding ist halt, wir fahren wirklich ganz gut. Ich mache nur zu viele Fehler. Ich habe nur, ich glaube, Spar habe ich nicht verkackt, glaube ich. Nee, da war echt alles gut eigentlich. Nee, Spar habe ich nicht verkackt, aber ich habe heute so einen ekelhaften Dreher drin gehabt, der hat einfach komplett reingeschissen. Ich kann das nur oft genug sagen, damit ich das einfach in mein Hirn reinbrennt. So. Das war einfach völliger Übermut, der da passiert ist. Wenn ich das Rig bestellen würde, muss ich doch zusätzlich 4 Nutsteine und Scheiben bestellen, um den Sitz anzubringen, oder? Weiß ich gar nicht. Ob da abgezählte Nutsteine kommen. Ja, kommen sie. Das ist alles für das. Oh, dann muss Xenton aber nochmal Nutsteine und Schrauben. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Ersatzsachen dabei sind. Manchmal sind ein paar mehr. Oh, Xenton, dann musst du auf jeden Fall noch Schrauben und Nutsteine besorgen. Weil du musst ja auch deine Halterung anbauen. Von den Monitoren. Mhm. Also... Du brauchst. Gut, Schrauben müsste ich eigentlich bei meinem Vater noch haben. Der hat irgendwie alles da in seiner Garage. Müsste ich mal fragen. Also, du bräuchtest M8 Nutsteine und M8 Schrauben. Also, ich würde dir empfehlen, von beiden einfach irgendwie 50 nochmal extra zu kaufen. Okay. Naja, guck ich dann. Kostet weil, das die Welt, oder? Ist nee, alles. Das sind 5 Euro für einen, für einen Sack Schrauben. Geht, locker. Naja, Platz habe ich noch keinen, aber morgen schaffe ich Platz. Ja, gibt es da Maximalvorzeit? Wenn die Zeitung. Die müsstest du unten eigentlich sehen, ja? Die müsste unten neben den Relative stehen. Ja, aber geht sich aus, passt schon. Ja. Ich könnte auch fahren, ich habe noch 2 Stunden frei. Ja. Okay. Komm vielleicht, ja, ich muss hier mal schauen. Ja, man sollte sich ein paar Schrauben, sollte man extra, also ich habe auch noch Schrauben hier, extra Schrauben und Nutsteine, weil dann machst du hier so einen Quatsch hinten, dann baust du hier einen Getränkehalter an, dann klatscht dir ein Stream Deck da dran und, also man sollte sich schon ein bisschen, wenn man einen Rig hat, sollte man sowas schon da haben. Ich habe mir halt überlegt, ne, irgendwie mein TV-Board einfach in der Hälfte abzuwägen oder durchzuwägen. Ja, vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen früher rein, dass wir ein bisschen aus dem Rhythmus kommen, vielleicht, dass wir dann weniger dort zwischen den P6 und 8 immer festhalten. Mach wie du möchtest. Ich bin da, sag nur 1-2 Runden vorher Bescheid. Ja. Dann komme ich in 3-4 Runden rein. Okay. Eieiei. Ach, das war ein normaler Überholvergang. Über GT4. Das war ein ganz normaler Überholvorgang, mein Freund. Der ist sauer? Ja, es ist halt in der S schwer. Also, ich weiß nicht. Ich will nicht sagen, dass das hier nicht so hinpasst mit den GT4s. Also ich sag mal, der Kurs ist echt schwer. Also mit genau. Sagen wir, ich glaube, das ist das Richtige. Es ist sehr, sehr schwer, mit Multiclass hier zu fahren. Also wirklich,
mit der Menge an Fahrzeugen ist das nicht so einfach. Also das heißt jetzt nicht, dass es scheiße ist oder dass das nicht sein muss. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und du versuchst halt, dir bleibt nichts anderes übrig als GT3, als da durchzugehen, weil sonst bist du am Ende 5-6 Sekunden pro Runde langsamer, weil du da halt einfach überhaupt nicht dran vorbeikommst. Also man fährt schon sehr, sehr aggressiv hier rein. Und dann ich find's geil. Ja, ich find's geil. Da passiert dann sowas. Ich find's auch geil. Also, ich mag Endurance-Rennen. Ganz großer Fan. Feuer im Grunde nur sowas. Ich kann auch, also, mich turnen so halbe Stunde Rennen auch gar nicht mehr an, so wirklich. Ja, also, Endurance ist einfach... Kannst du mir die Reifen von vorhin noch mal kurz sagen? Vorne links, 27.0. Ja. Vorne rechts, 27.1. Hinten links 27.1, hinten rechts 27.3. Alles klar, passt. Temperatur ist aktuell wie? 7 Grad Celsius. 7 Grad. Okay. Meister Kaio, wir haben das zum Beispiel in unserem Team, fahren ganz viele VLM alle 3 Wochen. Da ist halt Multiclass ohne und immer 4 Stunden. Und einmal im Jahr sind halt die 24 Stunden. Macht halt Laune. Also ich fahre zurzeit jetzt nicht. Also dieses Jahr bin ich nur einmal die VLN gefahren. Und das macht halt Laune, ne? Aber da ist halt richtig Training angesagt, wenn man die Nordschleife nicht kennt. Da ist nichts mit 1-2 Wochen trainieren. Aber habt ihr aktuell Widerstand im Lenkrad, wenn ihr zuschaut? Nö. Was? Okay, gut. Ja, ich hab Widerstand. Wenn ihr Runde nur, dann komm ich rein. Ja. Ich hab gar nichts gerade. Aber bei mir... Bei mir ist das normal, weil das vom Motor selber kommt. Okay. Ja. Also ich habe ganz wenig, also so jetzt nicht wie im Rennen, aber so gut wie gar nichts. Ich habe gar nichts, ja, ja. Wenn du nicht im Treiber warst, dann wird es auch gemacht. Dann wird's okay. Aber das wäre es da jetzt, ne? Ohne Feedback. Nee, aber wird schon gehen, wird schon gehen. Ja, ohne Force Feedback könnte schwer werden. Der Reini F1 hat aber. War der Spiegel, oder? Ja. Okay. Reini hat aber auch ein ganz zärtliches Gefühl im Bein, ne? Also, dass der in der Kurve bremsen will, ohne dass das Auto wegfliegt, ist schon. Ja, weiß, das mache ich auch manchmal, wenn du weißt, du bist ein Stück zu schnell, ganz leicht auf die Bremse gehen, so dass. Naja, aber er bremst nicht nur. Reinzieht. Er bremst ja nicht nur wenig. Ja? Also, da ist schon. Der ist schon zärtlich mit dem Linken. Ja. Gerade gelobt und dann sowas wieder, weißt du? Oh, hier riecht's nach Parfüm noch drin, holy moly. Ja, warum kippst du das denn auch aus? Ah ja. Er macht das wie Nicky Team, immer schön während des Rennens schön eindieseln. Ah ja. Irgendwo muss er noch gut riechen, ne? Ja, du bist schon richtig sent dran. Ich bin da, alles klar. Alles klar. Dann komm jetzt rein. Alles klar. So, Zentren. Du hast, ich spiel mich schon mal, ne? Ja, du hast 50 Sekunden aufzuholen. Locker. Kappa. So, bis später. Ah ja.
Ihr hört mich schon, Teamspeak? Ja. Ja, laut wunderbar. Und deutlich. Beine sauber gefahren nochmal. Danke, danke. Sekunden. Jo. Was ist denn nächste Woche für eine Strecke auf Imsa eigentlich? Wegen Multiclass. Hey, Red Spike, moin. Oh, los, los. Jetzt habe ich kurz übersehen. Alles gut. Ja. Schön gefahren, Reini. Ja, Reini ist. Brexel Reini ist richtig gut. Sprit habe ich jetzt wirklich nur das reingemacht, was sein muss. Okay. Optimale Zeiten fahren kannst. Alles klar. Und good luck, viel Spaß. Danke. So. Ja, schön. Schöner Stint. Doppelstint. Ja, danke. Ja, war ein bisschen wie Handy gebunden jetzt, weil, ja. Ich möchte ganz kurz sagen, Reini. Ich fand es sehr schön zu sehen, dass du auch damit struggelst, wenn Leute vor dir sind. Danke. Das gibt mir Mut und Kraft. Da, nochmal, was hast du genau gesagt? Ich hab's gerade nicht richtig verstanden. Nicht schlecht, Reini. Ja, geil, oh, gut. Alter, schön mal Watschen gegeben, ey. Sorry, ey. Das ist ja unverschämt von dir, Reini. Ja, sorry, du kennst die ganze Motor, ist so laut. Ich habe gesagt, es ist schön zu sehen, dass auch du als erfahrener Fahrer damit Probleme hast, wenn dich Leute vorne ausbremsen. Weil dann fühle ich mich nicht so schlecht. Oh fuck, Radizzi ist 11 und der ist direkt hinter uns. Oh, wird Top 10 nichts oder was? Fuck. Und Radizzi wird jetzt... Okay, Leute, ich möchte es nicht aussprechen, aber wenn Radizzi auf 11 ist, dann werden wir definitiv nicht mehr Top 10. Sorry. Ja, das Hauptproblem sind wirklich die Mercedes, weil die auf die Geraden, also die sind wirklich OP. Ja, da kommst du halt nicht vorbei. Da kann man nur so schnell sein in die Kurven und alles. Hat man ja gesehen, wie da in der Estes rankommen und so. Ja, P11 und 10 fährt vor uns und Radizzi, also Radizzi kriegen wir im Leben. Das, der ist einfach ganz anderes Level. Ich kann nicht mehr AMG fahren, Schussi. Ich habe noch ein Fefe und irgendwas habe ich noch GT3. Irgendwas habe ich noch GT3. Ich glaube Porsche. Twitch Prime ist. Haben die das? Haben die den AMG rausgenommen? Ich glaube ja. Warum das denn? Weil neue GT3s gekommen sind. Dann nehmen sie alte raus. Z4 ist auch raus. Hey, ich sag dazu nix. Hey, ich... Nee. Ich... Nee. Ich... Nee. Ich sag dazu nix. Nee. Ja, die sind ganz neu, die sind jetzt natürlich mit drin. Ja, da wird's. Aber ganz raus ist der Mercedes auch nicht, aber der ist halt jetzt aktuell nicht drin. In der VRS fährt er, glaube ich, noch. Ja, Z4 ist halt komplett rausgerotzt. Da haben wir eine Gutschrift bekommen, wenn man vor kurzem erst gekauft hat. Nee, das ist nicht ganz richtig, Pike. Nee, nee, nee.
Zum Beispiel LMP1 wurde ja dann auch mehr oder weniger einfach ein paar Sachen rausgenommen. Oder ja. Oder nee, der alte LMP. Der HPD oder wie der heißt. Der HPD, genau. Ja. Und da hat es zum Beispiel nicht einmal Gutschriften gegeben für Leute, die es kurzfristig gekauft haben. Oder vor kurzem. Das, ja. Ja, ja, für den Z4, wenn man das dieses Jahr gekauft hat. Für den Z4 schon, genau. Ja. Das ist immer. Also, es gibt keine allgemeine Regelung für. Es wird immer individuell entschieden. Genau. Da der Z4 ja sehr viel in Liegen und so gefahren wird, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, komm. Und das Problem beim Z4, und deshalb haben sie es wohl auch gemacht, der wird auch nicht mehr nachgebobbt. Es gibt ja Autos, die sind for free und die werden aber trotzdem noch gebobbt. Genau, beziehungsweise so bearbeitet. Oder ist er schon als Legacy drin? Der ist als Legacy drin. Ja, eben, das heißt, der wird halt nicht mehr bearbeitet, der Wagen. Außer es ist was Gravierendes, ein Bug oder so. Ne? Da wird nichts mehr am Reifenmodell oder sonst irgendwas gebastelt. Wie er dagegen hält, ums Verrecken, ey. Verstehe es nicht, ey. Ich hab's doch mal die Position der Duschen. Was? Die kämpfen um Position, das ist 23, 24. Deswegen halten die dagegen. Ja, trotzdem kriegen die blaue Flaggen. Aber lass viel Spaß beim Duschen, Reini. Ja, ja, danke, danke. Mal. Kriegst du denn das, hast du denn in deinem iRacing-Profil die, wenn du das Geld zurückkriegst, drin? Oder wie funktioniert das? Ja, dann kriegst du die iRacing-Dollars. Warum beschwert er sich? Bitte? Der GT3 beschwert sich jedes Mal. Der Porsche. Hm. Das kann sein, quasi, ja. Also ich sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das Geld dafür nicht zurückgekriegt habe, dann war es das mit iRacing. Bin ich ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock drauf. Was ist das denn für eine bescheuerte Scheiße? Ich kaufe die Kacke und dann... wird das einfach rausgenommen, das Auto, und ich krieg die Kohle nicht zurück. Da bin ich dann raus. Das unterstütze ich dann nicht. Also dann ist das für mich einfach abgeschrieben, das Ding. Das ist halt, also, nee. Das ist ja die größte, das ist ja der größte Schwachsinn, den ich jemals... Kaufst du halt 15 Euro ein Auto, nimmst du das Auto raus und dann ist dein Geld verschwunden oder was? Also, nee. Der ist ja nicht komplett raus. Kannst du ihn ja auch in anderen Serien fahren. Das mag ja alles gut und schön sein, aber was machst du denn jetzt, wenn du nur dieses eine Auto besitzt und diese Rennserie fahren möchtest? Dann kannst du die ja nicht mehr fahren. Richtig. Soll ich mir ein neues Auto kaufen? Bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, genau. Halte ich nichts von, ich persönlich, muss ich sagen.
Oh oh. Wir haben eine Runde Rückstand auf 11, richtig, ja. Also die Reifendrücke passen absolut gar nicht bei mir gerade. Und die 10, Raditzky ist halt ultra schnell. 26,9 vorne rechts. Ja, das wird sehr hart. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Meine ist noch eine Stunde 30. Wer weiß, wie oft die noch in eine Box gehen. Also ich schätze mal, die werden auch nur noch einmal reingehen. Drauf an, wie Xentrin durchkommt halt, ne? Ja, einmal müssen wir auch noch rein. Ja, ja. Hängt halt immer alles vom Verkehr ab. Vielleicht haben die Jungs noch mal einen Unfall oder... Man weiß es nicht. Der ist, glaube ich, kurz vorm Boxenstopp, oder? Ist nicht mehr so fit. Hat sich gerade gut vertan, zum zweiten Mal schon. Der 10. hat gutes Tempo drauf. Der 10. war mit einer der schnellsten im Qualifying. Also Raditzky ist unfassbar schnell. Wenn der jetzt auf dem Auto bleibt, dann... Dann Prost Mahlzeit. Ist Tümmel, Kraus und Kunz und die sind auf dem Lexus unterwegs und die sind auch sehr, sehr, sehr schnell. Da ist Raditzky auch schon hinten dran. Also Raditzky macht gerade, der hat richtig Messer zwischen den Zähnen. Raditzky ist wirklich unglaublich schnell. Und ich gehe auch fast davon aus, dass der drinnen bleibt für die letzten anderthalb Stunden in der Karre. Der wird das wahrscheinlich noch, ich sag mal, richten. Aber Xentrin ist auch gut dabei gerade. Das Ding ist halt, wir müssen auf den ersten Meter machen. Aber 10, also auch Tümmel im Lexus. Mmh.
Also wenn Xander jetzt wirklich anderthalb Stunden wirklich volle Rotze durchkommt, mit sehr schnellen Runden, selbst dann wird es schwierig, glaube ich. Also ich glaube, da hilft nur noch Außenwirkung. Danke an euch alle für euren Support. Da hilft nur noch von draußen Hilfe irgendwie. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Das Ding ist halt, der müsste uns mal vorbeilassen. Ja, der ist eine Runde vor uns, Hermann, der Große. Der luft auch nicht. Er lässt sie nicht vorbei. Also muss er ja nicht. Ist er ja nicht dazu gezwungen, ne? Warum verteidigt er denn meine Fresse? Lass mich vorbei und wir sparen 50 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, mach das nicht, Zentren. Mach das nicht. Mein Gott, Jetzt ihn einfach nur Druck. Wenn du Glück hast, mach deinen Fehler und dann huscht er vorbei. Der rutscht hinten schon extrem rum. Lass ihn nicht ärgern. Fahr einfach drauf und safe. Ich verstehe das nicht. Was denn? Das ist eine Runde vor uns. Der verliert Hölle viel, jetzt mal abgesehen von Xentran, aber der Essen, der verliert Hölle viel Zeit. Ich weiß nicht, warum er das macht. Weil er es kann. Überhaupt nicht nachvollziehbar. Jetzt sagt nicht intelligent, ne? Ist total. Naja. Na, das Ding ist halt, der wird sich um einen Baum drehen, so, weil der rutscht schon, also der hat schon den einen oder anderen Ausbruch. Und wenn wir Pech haben, knallt uns noch der Audi hinten rein, weil der will auch durch. Ja, darum verstehe ich halt nicht, warum man es nicht vorbeilässt, weil er kämpft hart dagegen. Das ist doch so dumm, ist es doch, ehrlich. Das ist so was Bescheuertes, ehrlich. Nicht nachvollziehen, ey. Mann. Also für ihn war es intelligent, by the way. Nee. Doch. Der hat bestimmt 5, 6, 7 Sekunden verloren. Ja, für ihn war es aber intelligent, weil wir nicht aufgeholt haben auf ihn. Aber er hat ja auch trotzdem Zeit verloren. Ist ja egal, aber ja, richtig, aber wir konnten in der Zeit auch keine Zeit mehr holen auf ihn. Für ihn war das super klug, was er gemacht hat. Er hat sich jetzt mehr Zeit gesichert. Die Xentrin ihm nicht klauen konnte. Am Ende war es clever.
Oh, das sehe ich anders, weil er ist halt auch viel Risiko eingegangen. Damit hat er keine Chance mehr auf 10. Das würde ich nicht sagen. Also der Essen muss noch mal rein jetzt. Also jetzt mal auch, was ich vorhin schon gesagt habe, regt euch darüber nicht auf so. Wir wissen das nicht. Vielleicht haben die sich im Team dazu entschlossen, das so zu machen. Es ist, wie es ist. Das ist keine Pflicht, das ist keine blaue Flagge. Das ist alles legitim. Wir können es nicht ändern. Also Xentrin ist nicht vorbeigekommen. Er war offensichtlich nicht schneller. Also offensichtlich schneller, um ihn zu überholen. Also gibt es auch gar keine Diskussion. Das kann jeder für sich entscheiden. So, wir treffen halt als Team auch andere Entscheidungen. So wie Pete sagt immer, das machen ja auch fast, also ist der schneller, lass ihn durch, verlierst du Zeit. Punkt, fertig. So machen wir das. Wenn andere sich so entschließen, ist das so. Ist einfach. Hey Freezy, moin. Keine Ahnung, wie wir auf 11 gelandet sind gerade. I don't know. Weiß nicht, ob der so lange mit dem Stopp gebraucht hat. Nee, der muss rausgeflogen sein. Nee, der ist auf 10. Vor uns ist einer rausgeflogen, glaube ich. Muss ja. Irgendeiner hat einen DC gab vor uns. Ja, dann sind wir in Top 10 noch möglich. Dann ist Top 10 noch möglich. Also ich sag mal, das ist möglich, wenn... Ich weiß nicht, Behrens ist, glaube ich, auch nicht so langsam. Kommt jetzt darauf an, wie Xentrin sich hält in zwei Stints. Also der AMG, der Aston muss nochmal rein. Also potenziell ist 10 noch drin. Radizzi kriegen wir auf jeden Fall nicht mehr. Ach, hier, Dings, der Lexus ist rausgeflogen, Leute. Fuck, die haben DC gehabt. Nein. Der Lexus hat einen DC gehabt. Der Lexus hat einen DC gehabt, Leute. F in Chat für den Lexus, Freunde, sondern für den Teamkollegen. Also damit steht potenziell die 10 noch auf dem Zettel. Vorne ist auch kein Audi mehr da. Das heißt, da muss auch schon... Also dann ist irgendwie, glaube ich, Schöninger und Team auch rausgeflogen. Thinking. Schröder, Kuhs, Grüße. Ja, dann ist Dings auch rausgeflogen schon. Ja, dann ist potenziell die 10 noch... Naja, das ist halt das, was ich sage, ne? Disconnect, Riskobar. Das ist das, was ich meinte mit Auswirkungen von draußen. Das ist jetzt eingefallen. Ach nee, Tümmel ist noch auf 6. Okay, what the fuck, der ist auf 6? Ja, dann ist Schöninger rausgeflogen und sein Team. Auf 6 ist er ja, der Teamkollege, also der Lexus. Also ich sag mal so, jetzt mal wirklich realistisch eingeschätzt, wenn Xentrin sein Tempo jetzt halten kann und Behrens, also ich sag mal, wenn Xentrin jetzt 2-0er Zeiten fährt, konstant und nicht wirklich viel Verkehr und super durchkommt, ist die 10 auf jeden Fall noch drin. Xentrin fährt die letzten beiden Stints, ja. Genau.
Zentren, für dich mal so als Info, du hast jetzt immer noch Potenzial, auf die 10 zu fahren. Der vor dir, der Essen, ist auf jeden Fall ein bisschen langsamer als du. Und der muss auch nochmal in die Box rein. Also wenn du weiter so... Also PC oder was? Ja, P10 ist auf jeden Fall theoretisch noch drinnen. Okay. Aber ich muss auch nochmal pitten, ne? Ich komme auch nicht durch. Ja, absolut. Alles gut. Ja, jetzt ist Schöninger da. Ja, jetzt ist P10 wieder vom Tisch. Jetzt ist P10 wieder vom Tisch. Boah, scheiße. Ja, jetzt haben sie wieder raus. Jetzt, ja, die werden wahrscheinlich... Ja, wenn sie Pech haben, ist die Entry-List kaputt jetzt. Das hatte ich mit Pete letztens auch. Als ich ein DC hatte. Da mussten wir auch irgendwie hin und her und kreuz und quer und dann konnte Pete gerade so das Auto wieder übernehmen. Ja, ist Glück für uns. Ist aber auch Kacke irgendwie. Gönnt man keinem. Nee. Die haben super Rennen gemacht, waren die einzige Konkurrenz, aber auch mit einer Runde hinten auf P2 mit dem Audi, ne? Sonst ist es ja der Daimler Cup, ne? P1, 2 und 3. Der Daimler Cup, du. Ja. Jetzt sind sie wieder drin, aber... Ja, jetzt sind wir mittlerweile schon dran vorbei, glaube ich. Na, hier sind sie gelistet, ein Platz vor uns. Ja. Ich guck gerade. Jetzt sind wir rausgeflogen. Sind wir rausgeflogen. Jetzt die Entry-List ist im Arsch. Ja. Fuck. Ja, ist ärgerlich. Also ich sag mal so, bei iRacing hat man so Probleme wie Entry-List blablub nicht. Das stimmt. Ja, das ist wahr. Da hast du recht, ja. Das ist da besser gelöst, auf jeden Fall. Da muss Kunos auf jeden Fall noch sehr viel tun an ACC. Definitiv. Hallo Kalle, wie läuft's bei euch? Ja, Xentren macht richtig Fahrt jetzt gerade. Können sich alle gegenseitig? Das denke ich auch, Akek. Das denke ich auch. So ist auch meine persönliche Einstellung dazu. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Oh oh, Xentren, Junge, du Wilder. Du Wilder! Du blinkerst doch nicht die realen Autorennfahrer an, bist du wahnsinnig? Die können doch nichts, die können doch nichts. Der soll da vorbeifahren, uns vorbeilassen. Mach mal Druck dabei, den Noobs, ey. Ja, ehrlich. Die können doch gar nichts. Im realen Leben können die nur was, aber hier sind wir die Könige. Runter vom Asphalt. Weg jetzt hier, 888. Spaß. Natürlich. Ehrlich gesagt, finde ich das schön, dass die mitfahren. Also finde ich wirklich schön, dass die sich auch mal in diese Welt bewegen. So. Oh nein! Was? Oh, der GT4 hat hinten den Audi weggerammt und den schnellen Audi. Oh, ist das bitter. Ja, alles klar, Kalle, reden wir die Tage. Danke für die Info. Mit mir redet Kalle nicht mehr. Du. Nee, was hast du mit Kalle gemacht? Nee, weiß nicht, Kalle redet mit mir nicht mehr. Du. Echt? Ey, Kalle, ey! Seitdem ich bei Get Pol bin, redet Kalle mir nicht mehr mit mir. Was ist denn los mit dir, Kalle? Abmahnung oder was? Nee, seitdem nicht mehr. Nee, danke. Also, es hat scheinbar geholfen. Ich habe aber zwischendurch schon das Spiel nochmal neu gestartet. Wieso kann man im Stream eigentlich keine Clips mehr erstellen und keine Wots gucken? Apollo, weil es gerade DMCA-Strikes hagelt.
Also es gibt Abmahnung wegen urheberrechtlich geschütztem Ton. Und damit ich da nicht irgendwie auf den Deckel kriege, wenn ich jetzt zum Beispiel Cyberpunk spiele oder so und da aus Versehen Track drin ist, habe ich das ausgemacht, weil, naja, ich habe schon ein Strike gekriegt, wenn ich 3 kriegen würde, wäre ich perma gebannt und ich möchte einfach vorsichtig sein. Ich habe aber alles als Sicherheitskopie im Internet liegen und es gibt viele Dinge, gibt es auch bei YouTube nochmal zum Nachsehen. Ist der Unterschied zwischen den Herstellern sehr groß oder kann man vom Prinzip alles fahren, worauf man Bock hat? Du kannst alles fahren, worauf du Bock hast, aber ich würde mal sagen, das ist wie mit dem Setup. Das eine wird dir liegen und das andere nicht. Also du hast Mio und Pi zum Beispiel, liegt der Lexus am besten. Damit sind wir beide am schnellsten. Andere Leute fahren lieber Aston. Dann gibt es Leute, die fahren gerne lieber Mercedes. Also Was ich wirklich das allererste Mal sagen muss und auch zugeben muss, ich habe am Donnerstag mit Michel, also die Jungs, mit denen wir letztens 24-Stunden-Rennen gefahren sind, habe ich gesessen und er hat sich mal mein Fahrstil angeguckt und hat mir so ein, zwei Kleinigkeiten gesagt, was ich am Setup ändern soll. Da hat er mich gefragt zum Beispiel, was meine persönliche Präferenz ist. Und ich habe ihm halt gesagt, dass das Auto hintenrum sehr lose ist, und dass sich das hier und da ein bisschen komisch anfühlt. Und dann haben wir da was geändert. Und dann bin ich halt wirklich legit, ohne Scheiß, 2 Sekunden schneller gefahren. Nur mit 3-4 Klicks. Und so ist das bei den Autos halt auch. Also es gibt Leute, die finden, dass der Lexus sehr, sehr träge ist. Dass er sehr träge ist und sich nicht sehr gut durch die Kurven manövriert. Andere Leute finden den, ja, so wie wir jetzt halt, ziemlich gut. Dann hast du halt welche, die fahren super gerne Mercedes, weil den Mercedes kannst du halt auf der Strecke hier über die Curbs ballern ohne Ende. Dann gibt es Leute, die fahren super gerne im 12-Stunden-Rennen den Aston, weil der Aston einfach wie, weiß ich nicht, der klebt wie Scheiße an der Straße. Also der ist nicht... Ich würde sagen, das ist halt ein super Allrounder. Der ist nicht überall... In irgendwas ist der nicht sehr gut. Der ist halt... Der ist okay in den Kurven und sehr, sehr pfiffig. Der ist auf Geraden okay. Bremsen sind super. Aber der liegt halt einfach wie... einen Zug auf Schienen, Hessel, schöne Grüße, der liegt halt wie ein Zug auf Schienen, wenn du auf der Strecke fährst. Den kriegst du halt nicht von der Strecke geschmissen. Und so hast du halt so deine Unterschiede. Dann gibt es Leute, die fahren auf Nismo, also Nissan, und fahren den super. Es gibt Leute, die fahren unfassbar krass mit dem Honda. Das ist halt persönliche Präferenz, was dein Fuß hergibt. Es gibt auch Leute, die sind super stark mit dem Porsche. Und der Porsche ist wirklich ein ekelhaftes Biest. Gibt es auch Leute, die fahren nur Porsche den ganzen Tag. Dann gibt es ja zum Beispiel bei uns in der Community Obi. Der Obi, der fährt nur Beamer. Der fährt nur BMW. Und das ist eigentlich auch nicht so das schönste Auto. Und der ist damit auch super schnell. Es ist halt immer das, was du fühlst, ne? Wie dein Fahrstil ist. Also jeder hat so seinen Fahrstil. Und daran machst du das halt fest. Aber so grundsätzlich... Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es sehr gebalanced ist. So grundsätzlich ist es sehr gebalanced, das Game und die Autos. So, wieder da. Hey, na, bist du unter der Dusche von Tropfen zu Tropfen gesprungen? Haare waschen brauchst du ja nicht, ne, bei deiner Haarpracht. Nee, ja, ein bisschen, also ein paar Millimeter habe ich draufgerotzt. Ah, okay. Ja, die Mercedes sind sehr, sehr, sehr stark aktuell, ja. Die kannst du, das... Alter, ist der jetzt schon 6 und 5 geworden? Maga, was ist denn mit Radizzi und Tümmel los, Junge? Ja, ich glaube, zwischen P5 und 8, die waren generell immer recht nah aufeinander. Ja, aber der alte Radizki war gerade hinter uns. Vor 20 Minuten. Nee, er ist schon ein bisschen. Nee, nein, Pete, wir sind bei 1 Stunde 6. Ich bin doch hinter P6 her von die ganze Zeit. Das ist ja, wo Rangi noch im Auto war. Ja. Radizki ist vor Xentrin gefahren auf Junge, 10. Junge. Leute, der ist in 20 Minuten ist er ja jetzt nach vorne gefahren. No joke. Ich würde ja sagen, guck in Dings rein hier, aber
Holy shit, was ist mit den beiden los? Die haben aber richtig Tiger im Tank. Also da würde ich mir, glaube ich, selber nochmal das Wort angucken von denen. Mach Bild, wir haben einen Crash verpasst. Ja, man kann leider nicht alles abdecken, Leute. Sorry, es geht nicht. Manchmal verschwinden Dinge und die sieht man dann einfach nicht. Es tut mir leid. Habe ich heute schon dreimal gehabt. Ich gucke die ganze Zeit zu, rede mit euch, passiert nichts. Dann gucke ich nach den Zeiten, Crash. Ich habe gutes Timing heute. Screen-Werbung? Ne, Werbung gibt es nicht im 12-Stunden-Rennen, Leute. Da, also bei aller Liebe, dafür liebe ich euch zu sehr. Das kann ich euch nicht andrehen. Also wir sind noch nicht in derselben Runde wie die 10. Doch, wir sind in derselben Runde wie die 10. Moment, wir warten kurz. Also potenziell ist das noch drin. Aber wir haben gar keinen Abstand. Obwohl wir können, glaube ich. Nee, haben wir auch nicht. Moment. Ich glaube, 10 ist auf jeden Fall drin, ja. Da müssen wir schauen, ob der dann ohne Reifen wechselt und fort. Ich denke, er wird seine Pushen wechseln. Es sind halt, keine Ahnung, 20 Sekunden oder so, oder? Hier, ja. Reifenwechsel? Ja. Ja, weiß nicht, wenn er sich gut fühlt. Müsste er dann nachschauen, steht er in der Blackbox drin. Ja, anders hat man keine Chance mehr, sonst ein bisschen Risiko machen. Ja, halt Splash and Dash, ne? Drin den Hahn und dann los. Ja, keine Ahnung, ob anderthalb Stunden auf Pusche fahren, auf den Pushen fahren. Also ich meine, Pete sagt ja, das geht. Aber ich ja, das geht schon so. Aber in normalen Stints muss man es jetzt nicht drauf anlegen, das nimmt sie nichts. Wenn man das Auto dann wegledert. Ich weiß gar nicht, was bei Missachtung von blauer Flagge passiert. Das entscheidet die Reko. Genau, im Game passiert gar nichts. Muss man hinter reporten, wenn es ist. Wer ist denn hinter uns gerade? Paulik. Plus 5 Sekunden Strafe hinten drauf am Ende noch. Kalle. Und 15 Sekunden. Das sind die Strafen. Das sind die Strafen, die am Ende noch dazu gezählt werden. Die sind von der Rennleitung. Oh, jetzt zeigt mir doch das Dings an. Den Abstand nach vorne, bitte. Oh, da muss auf jeden Fall ACC auch noch eine Menge tun, so beim Zuschauen. Also da muss noch ein bisschen was passieren mit ein paar Patches. Wie hast du dich eigentlich... Ja, mach du, Reini. Plus 19 Sekunden, glaube ich, ist gut gestanden. 19? Ja.
Oha! Wir können durch Strafen, wenn Leute noch Strafen kriegen, können wir was gut machen, ja. Wäre möglich. Ich habe mich vorhin an Folgen... Ronan, warte kurz, ich zeige dir die Stelle. Ich habe in meinem ersten Stint, bin ich hier hinter einem GT4 gefahren. Bin hier scheiße durch die Kurve gekommen. Bin dann eben hier vorbei, also gleich auf gewesen. Bin hier rum in der Innenbahn und habe hier hinten bei dem Curb in der Ecke bin ich auf das letzte Ende raufgekommen. Und das hat am Ende in der Erhöhung. Und dann ist mir der Vorderreifen hochgesprungen. Dann hatte ich keinen Grip mehr. Und dann war ich zu schnell. Und dann ist mir das Heck gekommen. Und dann stand ich da in der Kurve. Ich habe halt leider Gottes nicht lupfen wollen, um ihn einfach den Moment zu geben. Den Moment zu geben, dass er... Was? Welche Drücke er gegeben hat. Reini, machst du das? Ach, du warst das, Ronan? Die gleichen wie ich. Oh, sorry, Magga. Ich habe einfach nicht... Sorry, Ronan. Ich hoffe, ihr hattet kein Problem dadurch, Magga. Das tut mir echt leid. Das habe ich einfach falsch eingeschätzt. Alles gut, Ronan. Ist ja nicht so schlimm, wäre untertrieben, aber ist nicht deine Schuld. Alles gut. Wie viel Grad haben wir? 6. Habe ich jetzt nicht durchgesagt. 6 Grad Celsius haben wir. Alles klar, irgendwie? Ich bin zu faul, den Knopf zu drücken. Alles gut, Pete. Alles gut. Ich bin im Zuschauermodus. Lass mich in Ruhe. Zwölf Sekunden haben wir jetzt noch auf Nübener, also auf die 10. Auf jeden Fall, Ronan, auf jeden Fall. Ey, das hat mich so viele Plätze gekostet, Ronan. Also wirklich, das hat mich so viele Plätze gekostet. Das war richtig bitter. Ich musste da bestimmt, keine Ahnung, 10 Autos vorbeilassen oder so. Weil ich ja noch den Rückwärtsgang nicht gefunden habe. Oder nicht genutzt habe in dem Moment, weil ich so baff war. Das war auch der einzige große Fehler heute. Und der war dann natürlich auch gleich so kostbar. Aber das Feld ist auch super dicht beieinander hier. Immer noch für ein 12-Stunden-Rennen. Ja, Apollo, wir müssen aber auch noch mal rein. Aber schauen wir mal. Ja, kurze Frage. Will denn Xentran die Reifen wechseln? Oder? Ich kann das nicht sagen, ich habe den Mund voll. Ach so. Ja. Xentran? Ja. Willst du Reifen wechseln oder fährst du? Ja, mit ja, definitiv. Ich brauche andere Drücke. Definitiv. Okay. Hm. Ich bin bei 26,7 vorne. Also sind die so gedroppt jetzt noch? Ja. Scheiße. Ich hab 27, nur 5, 6 gehabt. Ja, bei mir war eigentlich auch ganz gut. Das kann natürlich sein, weil Lufttemperatur ist jetzt natürlich auch 6 Grad, gell? Dann nochmal richtig runterdroppt. Das bin ich auch cool. Cool, kurz, aber das war nicht so schlimm. Oder das ist nicht so schlimm. Oder meinte ich, soll zu lassen und probieren einfach. Ja, in der Theorie brauchst du halt 20 Sekunden, um die Reifen zu wechseln. Also, wenn wir pokern wollen, also wenn du wirklich, wenn du ich sagst. Ich mache ohne, ich probiere es ohne. Aber das wäre der bessere Pokerzug auf 10. Also, wenn du dir das zutraust, wäre Splash and Dash eigentlich das Beste, weil dadurch sparen wir 20 Sekunden. Alles klar. Ja, beziehungsweise schau mal nach in der Blackbox, da steht ja normal der Unterschied dann da. Den Sprit müssen wir halt dann schauen. 9 Sekunden würde ich sparen. 9. Hm. Wann müsstest du ungefähr rein?
den nächsten 15 Minuten. Magst du das vielleicht noch so 10 Minuten beobachten? Wir gucken, wie deine Abstände sind, ob sich das lohnt. Mach ich. Kannst davon wieder rein, genau schon, wenn es wäre, dann, ja. Es ist dann erlohnt mit der Drücke. Ja, beobachten und zuschlagen, Mann. Ja, Peter, was? Beobachten und zuschlagen. Also Knüwene ist 5 Sekunden hinter Behrens und 12 Sekunden. Also wir holen gerade keine Zeit mehr auf. Was fährt Xandre denn für Runden aktuell? Was fährt denn der Formel für Zeit? Ja, das... Warte mal kurz. Wir versuchen das gerade alles rauszufinden hier. Ah, das ist jetzt schwierig. Bitte auf Geraden ansprechen. Danke. Hab ich doch. Oder war das jetzt eben gerade keine Gerade? Ja. Also Jungs, ich rutsche auf jeden Fall extrem gerade. Ja, dann soll er die wechseln. Okay, pass auf. Dann wechsel deine Reifen. Dann fahr jetzt noch so 15 Minuten, geh rein, wechsel alles und dann nochmal richtig volle Rotze. Also volles Risiko. Ja, ja, ja. Also du machst jetzt auch erstmal auf 10 und 9 keine Meter. Die fahren, die jagen sich gerade gegenseitig. Also der Abstand ist relativ konstant. Du könntest halt, wenn du Glück hast, jetzt einen Undercut machen und vor denen reinfahren. Und wenn er dann richtig reinrotzt, weil die müssen auch nochmal, also die 9... Ja, was erzählst du ihm denn da? Wie, was erzählst du ihm da? Ich fahr gleich rein schon, das hat keinen Sinn. Ich hab vorne die 9, also die 9 muss noch rein. Ja, sag Bescheid. Ja, ja, die müssen alle rein. Wenn's reingehst, dann sag ich da Sprit durch. In 2 Runden dann, würde ich sagen. Dizzy, das war jetzt auch nicht böse gemeint, aber du erzählst zu viel. Nur kurze Ansagen, wenn er in Kurven ist. Es ist doch kein Schwein da gerade. Und es ist laut. Okay. Gut. Wie willst du das? Wie willst du das kurz? Wie willst du das denn kurz fassen? Wie willst du denn das kurz fassen? Ja, auf einer Geraden erzählen. Auf einer Geraden kriegst du das auch nicht runter. Aber ist okay, verstanden. Dann mache ich nächstes Mal Dings hier. Wie heißt das denn? Morsecode. Undercut. 3 Sekunden. Mach schon mal runter auf 85. Sind dran. Okay. Reini, kannst du bitte mal kürzere Ansagen machen auf den Geraden? Sorry. Tut mir leid, ich sag dann einfach nur. Mach mal bitte kürzere Ansagen, das ist viel zu lang. Damit kommt Zentren ja gar nicht klar. Halbe Roman da. Genau. Vor allen Dingen jetzt mal, Pete, ne? Um dir jetzt auch mal einen reinzuwirken. Du Pissnellgast mich vorhin eine halbe Runde immer vollgequatscht in den Kurven. In den Kurven! Da habe ich auch nichts gesagt. Wir müssen ja irgendwann mal reden. Ja, ja, aber wenn er vorher eine Ansage sagt, nur bitte auf Geraden ansprechen. Ja, dann wird ihn wohl irritieren. Die Infos müssen trotzdem raus, weil er gleich in die Box muss, falls du das noch nicht gehört hast. Ja. Xandra, nimm mal bitte rein hier raus. Ach, hat er schon wieder reingemacht, ja? Danke. Ja. Kommst du jetzt rein? Würde ich. Ich kann noch eine fahren zur Not. Nee, dann stell da 84 Liter ein, dass die hast. Und dann mach 86. Mach 86. Das safe ist. Habt ihr Reifendrücke, habt ihr angepasst, ne? Muss er selber schon. Weiter machen sie ihn drin. Reifendrücke muss er selber schon jetzt. Müssen wir ja nicht. Nein, wir stänkern jetzt nicht mehr, hör auf. Das war jetzt ganz witzig. Man muss hier in der letzten. Haben wir doch auch gar nicht. Ich hab ich meinte dich doch gar nicht, Mann! Achso. Reini hat gerade Xandren angesprochen in der Kurve. Ja, weil er direkt reingeht jetzt.
Das war alles gut, Mann. Ich wollte Xentran vor der Pizza am Ohr schützen, Mann. Ja, erzähl ich dir. Das sage ich dir nächstes Mal auch, Pete, wenn du mich dann. Das sage ich dir dann auch. Hast du dir mal die ganze Mund voll, weil die lecker so gut sind? Alter, ihr seid nur am Fressen, ihr Schweiß. Was soll das denn heißen? Ich hab heute einmal. Alter, gehen wir natürlich deine ganzen Pumperdinger da und wie heißen die denn? Und noch Cola Zero und ich bin gleich wieder da. Ich muss durch den Tunnel. Aber Cola ist fressen oder was? Gut aus. Ja, die 10 ist jetzt vor uns. Ja, werden wir hoffentlich nicht aufkolten. Jetzt mehr Reifen, weniger Sprit, jetzt kann man natürlich noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Jo. Ich sehe zu viel Werbung, ich bin raus heute. Kriegst du von Twitch Werbung, Roddy? Kannst du mir das kurz mal als Feedback geben, bitte? Weil ich schalte nämlich keine Werbung, Bagger. Ja, das. Wir können gerne Onboard fahren, ja. Sehr gerne. Moment. Midrolls? Oh Mann, ehrlich? Ja, ich habe heute halt keine Werbung gemacht. Da macht Twitch dann automatisch Midrolls. Die haben das ja weiterhin eingeführt. Ja, sagen wir, wer da noch sucht, bekommt es auch weg. Ja, sorry, Roddy, tut mir leid, dass dich das so hart erwischt. Aber ich mach keine, Leute. Ich mach extra in dem Rennen keine zwischendrin. Das ist weird. Hast du vielleicht mal Dings geupdatet? Dein Adblock oder so? Sub ist, dann bekommt man keine Mid-Rolls, glaube ich. Nee, bei mir ist das aus, ja. Bei mir kriegen Subs keine Werbung. Hey, Def. Penske, dankeschön für deinen Support. Sorry. Danke für deinen Support, Def. Finde ich gut, dass du so viel Werbung guckst bei mir. Sorry. Ja, die Midroll ist irgendwie random Track so. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum sie die Scheiße eingeführt haben. Danke an euch alle für eure Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss raus, Peace, Schubi. Sock 3 giftet A-Tier 1 Sock 2 Plex. Und ich wollte so ein komplettes Dashboard kommen, wo man seine Werbung verwalten kann. Was meinst du? Ja, irgendwie so ein komplettes Werbe-Dashboard. Irgendwas Twitter gelesen oder gesehen. Keiner weiß ich nicht. Wo man das dann steuern kann. Ich mach nur am Ende immer einmal Werbung mittlerweile. Ja.
Ja, ich habe meine Feedback-E-Mail zu dieser Werbungsgeschichte auch schon geschrieben, denn mein Vertrag ist nämlich auch noch ohne Werbegebundenheit. Finde ich auch nicht so geil. Ich möchte raten. Keine Rückmeldung, nee, natürlich nicht. Ich habe kein Brot gebacken, Mestogon, nee, nee. Wir sind bald fertig. 45 Minuten noch. Eine Schulstunde. P10 ist noch drin. Aber nur, wenn wir Exzentren nicht mehr in den Kurven voll quatschen jetzt. Das ist Pflicht. Ja, nur wenn vorne was passiert, sonst ist P10 eigentlich nicht drin. Doch, ist noch drin. Die müssen beide noch rein. Exzentren ist aktuell noch ein bisschen schneller. Simba, moin. Wir wechseln uns ab, Bagasaya. Wir machen regelmäßig Fahrerwechsel. Fritz Fanta, ich habe das Auto vorne und hinten ein bisschen tiefer gelegt. Und die Bremsbalance habe ich noch ein bisschen nach hinten gelegt. Ich weiß gar nicht, was habe ich noch gemacht? Ich habe das ja nur auf Anweisung eines Kfz-Mechanikers gemacht. Ehrlich zu sein, ich habe davon noch keinen Dunst. Ich habe mich damit immer noch nicht auseinandergesetzt. Ich fahre nicht mehr heute, ne. Ich bin mein Teil schon gefahren. Ich bin heute mein Teil schon gefahren. Ja, wir können nur hoffen, dass die da vorne Platz 9 und 10 sich noch behakeln. Ja, die beiden, das ist hier 9 und 10 vor uns. Die müssen beide nochmal rein. Also wir müssten theoretisch irgendwie da so dran vorbeikommen. Damit wir weiter aufholen können bis zum Boxenstopp. Aber so wie das hier aussieht, belagern sich die beiden sehr gut. Das könnte also heißen, dass... Also wenn wir vorbeikommen, die verlieren halt Zeit. Die verlieren halt sehr viel Zeit beide. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht so einfach dran vorbei.
Naja, ich sag mal, wir müssen an denen vorbei, um weiter aufzuholen. Und das ist, glaube ich, da das beides Mercedes ist, das sind, kommen wir da wahrscheinlich nicht einfach so vorbei. Außer sie sind nett. Und das glaube ich nicht, weil das ist ein Positionskampf. Also müsste Xentren irgendwie mit einem dicken, fetten Messer zwischen den Zähne da reingehen. Oder irgendjemand macht einen Fehler. Also wenn wir da an den beiden vorbeikommen, irgendwie, dann ist noch vielleicht noch drinne. Und da haben wir es. Here we go. Here we go, ladies and gentlemen. Here we fuck. Hey, hey, hey. Also erstmal F in Chat und dann auf geht's. Jetzt müssen wir da noch dran vorbei und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Weil ich sag mal, die sind, ich weiß nicht, wie lange die noch in die Box gehen, ob die einen Fahrerwechsel machen. Das Ding ist, wenn der Neidzeug unten nicht vorbeikommt und der hinten drückt, dann muss er den wieder vorbeilassen. Jo, das kann auch sein. Also wir müssen da an dem vorbei. Fahrerwechsel kann aber immer noch passieren, wenn jetzt irgendeiner nicht mehr fit ist auf dem letzten Stint oder so. Kann alles passieren, Leute. Kann. Muss nicht, kann. Genau, Fahrzeit überschritten kann auch sein. Kann alles passieren. Alles noch drin. Keine Ahnung, wer den Fehler macht. Ich beurteile nicht, wer Fehler macht. Das macht die Rico. Das habe ich mir vor langer Zeit abgewöhnt. Das zu beurteilen. Ich entscheide das nicht. Das führt meistens nur zu Streitereien. Also ich sag mal so, wenn Xentren jetzt an Knüvener dranbleiben kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir noch 10 kommen, weil wir machen sehr gute Fahrt nach hinten weg. Könnte auch sein, dass er Schaden davon getragen hat hinten und fährt mit dem Schaden weiter. Also ist nun P10 ist noch drin. Dieser AMG, wie er auf den Kran einfach wegzieht, du hast null Chance dran zu bleiben. Wie das früher jeder über den Lexus gesagt hat. Das hat früher jeder über den Lexus gesagt. Keine Chance an den Lexus ranzukommen, zum Kotzen, Scheißding. Und jetzt ist es, an den AMG kommst gar nicht mehr ran auf den Kran, keine Chance. Ja, ist er sogar. Irgendwie muss man es rauslassen, wenn es immer die gleiche Jammerei ist. Ja, was heißt Jammerei? Ja. Der alte Benz war aber auch schon so ähnlich. Ja, man kommt halt wirklich nicht vorbei, aber wenn man Sekunde oder mehr sogar schneller ist,
Der zieht so weg. Die müssen dich schon nochmal in die Box, ja? Yes, die waren beide bei anderthalb Stunde noch draußen. Die müssen 100 pro noch rein. Alter, come on. Okay, ich hab so kurz gemacht, wie es geht. War das in Ordnung, Piet? Ja, ist okay. Maga, du kriegst kein Eis von mir. Kannst du vergessen. Ein Jahr hätte ja gereicht. Genau. Ein Jahr wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber du musst wieder das Buch und Seite 10 aufschlagen. Entschuldigung, ich bin halt kommunikativ. Verzeihung. Boah, wie gern hätte ich Triple Screen, Leute. Wie gern würde ich die Kurven einsehen können und so. Oh, ja, Gott. Ist schon cool. Ja, ich hätte das so gerne, Mann. Ich sehe das jetzt gerade in der Ansicht, wie geil das ist, die Kurven innen drinne zu sehen. Das ist einfach. Sowas von Salami zart. Salami-Zahn. Der Sprit sollte reichen. Tenson hat genug Sprit reingemacht. Der pusht aber auch gerade wie ein Irrer, glaube ich. Ich hoffe mal, das passt. Ja. Hier können wir 6, 7, 8 Liter drauf geben. Eigentlich hättest du ein bisschen weniger machen können. Der fällt ja in den Windschatten. Da hätte er jetzt gespart, ohne Ende. Ich würde, glaube ich, lieber lieber Triple verbauen, Ehren Dorfkind. Doch, der muss noch mal rein, Joseba. Triple sieht man halt einen Tick mehr. Also einer von den beiden muss auf jeden Fall noch rein. Ich glaube aber, also ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob man das bei Pitbull, waren die Runde 319 an der Box. Okay, dann nicht. Oh, Ultra Wide kann man ausstreamen. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Wann bist du gefahren? Vorhin? Oh, bist du runter? Runter? Danke für die Klatsche. Ist 22 Sekunden jetzt vor uns, sehe ich das richtig? Hinter uns. 22 Sekunden hinter uns. Okay, ihr sagt er mir 22 Sekunden vor uns. Aber. Ja. Das ist doch. Seven ist nicht so gar nichts. Das ist merkwürdig hier. Ja, dann ist Knü, wenn er muss dann nicht rein. Also 10 muss auf jeden Fall noch rein. Na, der Sprit wird knapp, ne? Hä? Was? Wie, der Sprit wird knapp. Wie, was, der Sprit wird knapp? Also ich hab da... ich hab 55 Minuten berechnen lassen und hab da nur 2 draufgegeben. Du bist bei Minute 52 rein. Mal gucken. Ist noch 54 Stunden drin. Ja, easy, ey. Noch eine halbe Stunde. T5 muss auch noch mal in die Box. Ja? Also vorne müssen noch welche in die Box. Ob das jetzt die beiden sind, ist
Sei mal dahingestellt erstmal. Also 5 müsste theoretisch auch noch rein, der Behrens. Behrens war nämlich vorhin bei 1 Stunde 30 in der Box und der ist jetzt auf 5. Der muss auch noch mal rein. Jetzt überzieht er die Stintlänge. Der Kühne war abgeflogen. Oh ja. Oh. Wir sind B10. Also aus, ja. Ja. Hat er das noch nicht? Nee, Knüven ist 9. Nee, jetzt sind wir wieder P11. Hä? Wir sind in der Pit. Und Servin ist. Hä? Nee, irgendeiner ist vorne raus. Irgendeiner ist rausgeflogen vorne. In dem? Knüven ist in der Box. Hä? Wo ist denn Knüven da jetzt hin? In der Box. Also Pit wird angezeigt. In der normalen Ansicht. Tatsächlich, der ist in der Box drin, ja. Dann sag ich ja, der muss noch mal rein. Und vorne der... Ja, ist jetzt die 5 muss auch noch mal rein. Ich... Normaler Boxenstopp, ja. Ich, das ist das Overlay. Also da müssen die auf jeden Fall noch mal ganz, ganz hart was dran machen. Im Zuschauer-Overlay. Das ist wirklich eine Vollkatastrophe. Ja, verstehe ja nicht, dass da die Kleinigkeiten nicht beheben ist, schon seit Anfang an, seit sie rauskommen ist. Also mir wird jetzt angezeigt, wir sind P10. Ja, wollte ich gerade sagen. Hä? Bei mir sind nur P11. Ja, wenn man auf das Overlay, auf das eine guckt, wo nur die, da ist er auf P11. Ist relativ, ja, weil es relativ verbuggt ist, wie mit den orangen Normen. Alter, ist das Pickepacke, ey. Die letzten Reifen immer noch zu kalt. Das ist also zu wenig Druck rechts. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Die Strecke ist auch kälter geworden. Kurz genug? Ja, 5 Grad nur noch. Ja. Ja, wir fahren hier gleich, Ja, eingestellt hat er es bei 6 Grad. Dann müssen wir ja theoretisch jetzt den Knüvener überholen. Ja, wir sind jetzt 10. Jetzt sind wir 10. Ja, noch gesunde Pups. Warum ist er so lange in der Box? Dann haben die Disconnect. Dann haben die Disconnect, ja. Okay. Ja. Jetzt fährt er los. Okay. Vorbei ist vorbei. Ja, vorbei ist vorbei. Der Feature da im Delirium, da hast du deine Tabletten schon genommen. Ja, hab ich. Ich habe mir auch ein Formelfahrzeug genommen, die Räder abmontiert und den Flügel vorne und den habe ich mir als Zäpfchen dann genehmigt. Xandro, du bist jetzt aktuell P10. Nice, sauber. Und machst noch sehr gute Fahrt auf P9. Also, wie weit ist er weg? Warte kurz, auf den nächsten Graden. Hat er schon der Boxenstopp gehabt? Sekunden noch nach vorne. Ja. Boxenstopp hat er schon gehabt, aber vorne Platz 5 müsste auch noch mal in die Box. Also da müssen noch welche in die Box. Potenziell ist noch was drin. Also Fokus und Push. Das hatte ich auch erst einmal, trifft die.
Wir haben keine Strafen, nein. Klettbandaffäre. Klettbandaffäre? Ja, ich will nicht drüber reden. Ah ja. Es ist mir mitten im Stream passiert und ich habe echt gedacht, irgendeiner verarscht mich. Was wird das? Was? Andere. Scheiße, was fährt ein 9 jetzt für Zeiten? Hat irgendeiner 1,38? 2,3? Ja, wenn man das irgendwo gescheit sehen würde. 2,3 fährt er. Das ist gut. Macht Chat. In Pitwall kann man das alles sehen. Scheiße, ich war nicht im Müll. Der fährt 2,3 aktuell. Okay. P8 ist in der Box. Sorry fürs Quatschen in der Kurve. Halt die Schnauze, Peter, ey. Halt bloß deine Fresse jetzt, ey. Alter, du mütet dich doch mal! Ach so. Halt deine Fresse jetzt, ey, du blöde Schwein, du. Du blöde Drecksau, ey. I hate you. I hate you. Blöde Sau, ey. Mit dir spiele ich nicht. Was war das denn? Pitwall ist aber der P9 Runde. Also, da ist eine ganze Runde vor uns. Behrens war jetzt auch in der Box. Da sind wir auch dran, ne? Also da, wenn Zentrum weiter so Rabatzki macht, dann wird das noch was. Dann sogar noch, also 8 und 9 fahren zusammen, das heißt, die fighten. Also eine Theorie. Gegen die sind eine Runde vor uns. Also das. Eine Runde, das heißt, wir müssen sie überholen und dann müssen wir noch die Runde aufholen. Alter, sauft ihr Lack, wir haben doch Servin vorhin überholt. Aber laut Pitwall sind die 2 Runden hinten und wir 3. Die sind keine Runde vor uns. Sauf ihr Lack. Wir haben doch vorhin 9 überholt. Sag mal, guckt ihr da drin nicht, oder was? Ja, aber es steht doch da. Ja, ob das da nur steht oder nicht, das hat doch meine eigenen Augen gesehen. Wir sind in derselben Runde wie die. Eigenen waren? Wir sind in derselben Runde wie die Jungs. 8 und 9 sind in derselben Runde wie wir. Und Xentren holt ja gerade drauf auf. Und Pitwall ist übrigens nur aktuell, wenn man sich da einen Account gemacht hat. Ansonsten ist da Delay drinne. Also, wir sind in derselben Runde. Und glaub mir, wenn ich eins nicht kann, ist es fahren. Aber gucken und wissen, was passiert, das weiß ich. Okay? Das, okay, ist hier, das ist hier der Beitrag, den ich leiste in diesem Team. Und die sind in der fucking selben Runde wie wir. Und das ist potenziell, können wir da noch ran! Dann feuer doch Xentran mal an! Jetzt halt die Schnauze, wir sind nicht auf der Geraden. In der Kurve wird nicht geredet. Guck mich doch bitte immer wieder auf geraden Updaten mit den Rundenzeiten vom Vordermann, ja? Fahren, also 8 und 9 sind eine Sekunde auseinander, die kämpfen gerade miteinander und du bist 2 Sekunden schneller als die. Also potenziell ist 8 und 9 noch drin. Die sind in derselben Runde wie du. Alles klar. Sehr gut, Dizzy. Da hast du am Ende nochmal schön die Buchstaben aber richtig schnell rausgepumpt. Halt die Schnauze jetzt, ey. Halt deine Schnauze, du elendiger Hund, du. Gib alles, Jungs. Was? Ja, gib Gas mal, noch ein bisschen schneller. Ach, deswegen mag ich das so. Das hier, das ist schön. Wir haben schon Zimmer, aber wir können uns nicht so oft treffen. Wir sind in beiden vertreten, im Discord und im... Oh, das war eng.
Und im TS. Aber im TS sind wir gemutet und er ist im Discord gemutet. Und wir schalten uns im TS dazu. Also kein Push-to-Talk, sondern die, die nicht fahren, muten sie einfach. Ey, Miezekatze, kannst du bitte... Mann! Oh, Katze, lass doch bitte das Mikrofon in Ruhe, verdammte Scheiße. Was? Mann! Geh weg! Kann ich nicht erklären. Das ist eine lange Geschichte. Es ging über anderthalb Stunden, glaube ich, oder über eine Stunde. Nee, Mietze, gib... Oh. Ganz schnell gesagt, ich habe ein Klettband verlegt und ich habe es nicht wiedergefunden. Obwohl ich die ganze Zeit, ich habe gedacht, hier hat ein Geist mir irgendwas geklaut. Also ich war nicht mehr bei Sinnen, dachte ich. Sorry, Leute. Meine der Stream hat sich halt lustig gemacht. Und das ging mir halt richtig hart auf die Eier. Aber es war im Endeffekt was lustig. Ganz so schlimm war es nicht. Zweiten gelbes Klettband. Könnte man fast einen Song drüber schreiben. Zack, Lexios, ey. Info-Rundenzeit? Fahren so 2-2, 2-1. Okay. Kommst aber noch ran. Letzte Runde war 2-2. Also wenn wir realistisch sind, glaube ich, wird das nichts mehr. Außer da passiert noch was. Die haben dann doch sehr gut gegengehalten noch. Nee, safe fahren ist nicht. Safe fahren ist nicht mehr. Dafür Akzentren zu viel Ehrgeiz. Der fährt nicht safe. Lass ihn mal machen, der weiß schon, was er macht. Der fährt jetzt noch am Schreibtisch. Er hat heute seinen Rig bestellt. Dank euch da draußen.
Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss raus, Peace, Schubidi. Sock 3 giftet A Tier 1 Subtufliger unterstrich SL. Letzte Runde 2-5. They have given 463. Okay, ja, ich hab 2-3. Während ist noch vorbeigegangen jetzt. Das heißt, die fighten auch nicht mehr. Das heißt, Servant wird einfach locker fluffig weiterfahren. Ist schwer, Leute, ist schwer. Also. Nee, P1 glaube ich blockt nicht. Sonst hätte Xentren schon im Teamspeak was gesagt, denke ich. Der ist schon schnell genug da vorne. Xentren fährt nur wahrscheinlich fast identisches Tempo. Da guckt, der fährt 2-2, Xentren 2-0, 2-2-0, also. Das ist P1 vor uns, ja. Du warst erstmal schön liegen, du Alter. Kann man mal machen. Bin ich gemutet im Discord? Nee, ne? Nee, wir stehen nicht. Ihr genießt quasi einfach nur. Ja. Oh, warum ist denn unser Delta eigentlich so verbuggt? Wir haben noch keine 3 Runden auf den nächsten. Come on. Scheiße. Das glaube ich auf insgesamt. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, die Anzeige ist gut. Da, ja. Da sind wir uns einig. Definitiv. 50 Sekunden für Delta für die 7. 100. Ach, der da, ne? Ja, das der ist direkt neben dir. Schön erstmal P1 gesnackt, Bagger. Der macht locker, der hat eine Runde Vorsprung. Was soll er jetzt noch umeiern? Hier. Mann, ey! Ey, Pete, jetzt lass doch bitte. Ja. Jetzt lass doch daraus. Ich will das nur korrekt stellen. Nee. Nachher denkt dein Chat irgendwie wirklich, das geht so nicht, ja? Dizzy? Du bist so ein richtiger Spaßpopel heute, ey.
Ja, ja, ich weiß. Muss man auch mal sein. Man muss auch mal bremsen können, ja. Du bist ein Arscher, ja. Ja. Ja, der hält sich halt einfach jetzt überall raus. Weißt du, da willst du einmal irgendwie so Zentren-Legenden-Status verschaffen? Hat er doch schon längst. Nee. Sag mal, nee. Sag mal, nee. Durch welche Tür bist du denn erst gekommen? Nee. Hat er schon längst. Man kann auch an so einer Legende noch rumschleifen und da eine bessere Story draus machen. Hm. Wisst ihr noch, damals, 2020, als Xentrin P1 überholte in den letzten 12 Minuten und sich über Michael zurückgerundet hat. Und sich zurückgerundet hat. Ach, nee. Ja, ja. Ja, stimmt. Jetzt steht's halt nicht mehr in den Geschichtsbüchern. Ey, nur wegen dir. Ich hab's versaut, ja, ja, ich hab's versaut. Ey, wenn ich nur ansatzweise so fahren könnte wie Xentrin, ne? Dann wären wir noch P5. Ja. Vielleicht sogar noch mal da vorne. Ja. Ah, ich glaube P4 wollen wir kurz nochmal, oder? Ja. Und dann, dann kam halt wirklich mein Stint. Nächstes Mal, Leute, nächstes Mal. Ich werde mich nächstes Mal noch Headlands heute. Ja, man muss. Okay. Ja, ja, jetzt, wenn man mal alle Fails, die noch passiert sind, das waren ja auch ein paar Disconnects wie Schöniger und so, ne? Die sind ja auch rausgeflogen, dann wären wir sogar noch weiter vorne. Aber das weiß man halt vorher nicht. Aber aus eigener Kraft waren wir vorhin halt, gut, vierter Platz im Mittel. Wo sind wir gestartet? Was war das? 18 oder? 13. Nee, 13. Aber theoretisch wäre P5 möglich gewesen, ja. Möglich gewesen. Ja. Und nach diesen Vorfällen ja sogar noch weiter vorne. Wie gesagt, es sind ja zwei oder drei sind ja auch, die vor uns waren, noch hatten Disconnect. Aber das weiß man halt nie. Ja, Unfall war, glaube ich, am Anfang auch oder vorne. Ja. Was war in deinem Stint? Ich bin halt aus der Box gekommen und war direkt hinter zwei GT4s, bin an denen nicht wirklich vorbeigekommen im SS und dann habe ich in den ersten zwei Runden schon zwei Plätze verloren und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt und war so ein bisschen innerlich, war ich stinkig und dann bin ich kurz vor der Haarnadelkurve auf den Curb gekommen und habe ziemlich sexy gemacht und dann habe ich mich erstmal für einen Moment wieder nicht mehr gefangen. Und dann bin ich einen sehr, sehr guten Stint gefahren. Mit zwei Einsätzen, zwei Zweier Zeiten. Aber es hat dann nicht mehr gereicht, leider. Ich habe sehr zu kämpfen gehabt mit dem Verkehr, weil ich das halt so in der Form noch nicht gemacht habe. Also die Zeiten waren okay, wenn es frei war, aber sechs Minuten 50 noch. So, viel schneller war ich dann anscheinend nicht, oder? Als die da vorne. Na, die sind jetzt ungefähr auf deinen Zeiten unterwegs. Naja, okay.
Ah ja. Ach, wird nichts mit Legendenstatus. Ja, den hat er schon. Ey, Leute, wir haben uns um einen Platz verbessert zum letzten. Also letzten 12-Stunden-Rennen. Wir sind in jedem Endurance-Rennen, was wir gefahren sind, haben wir uns verbessert. In jedem. Gut, die haben ja frischere Reifen noch, ne? Ja, das ist richtig, aber du fährst schon sehr gute Zeiten, keine Sorge. Wie schaut das? 16 Liter. Okay. Hat er gerade 16 Liter gesagt? Ja, und vorhin sagt er, oh, ich glaube, das wird aber knapp. Oh, das wird aber knapp. Liter, das rein, ja. Kommt halt noch mit 80 Liter im Tank an. Oh Mensch, Leute, aber ich glaube, das wird knapp, du. Voodoo tut, Xandrin hat heute vom Chat einen Rig geschenkt gekriegt. Ich glaube, der ist komplett auf Adrenalin heute. Evoson per Twitter oder Instagram, PM. Oder Everson aka Markus, kommst ins Team. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Ach, mein Mann. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace. Die olle Krabbe. No null Bios giftet a tier 1 sub to Davusa. They have given 10 gift subs in the channel. Top 10 ist ordentlich. Bagger, Alter, in dem Fall, also jetzt mal wirklich mal hin oder her, ob mein Stint oder der Unfall scheiße war. Top 10 ist hier in dem Fahrerfeld richtig gut, Mann. Also wirklich jetzt. Also wenn man wirklich, wirklich ganz ehrlich ist, ist Top 10 schon sehr, sehr gut. Also dafür, dass wir... Bitte? Achso, Entschuldigung, mach weiter. Nee, hau rein. Nein, hau du. Jetzt mach er. Reini, mach dich fertig, du bist gleich dran. Er hat dich ausgesucht. So, ja. So, jetzt weitermachen, Dizzy. Also Top 10 ist schon sehr, sehr gut. Dafür, dass wir halt zwei Fahrer haben, die sehr viel iRacing fahren, also eine andere Sim fahren, ich nicht so viel Erfahrung habe wie die anderen beiden, ist das schon sportlich. Also wir waren zwischenzeitlich auf P5 unterwegs und gab so ein, zwei kleine Schwierigkeiten auf der Strecke. Aber 10 ist schon gut. Also 10 ist wirklich sehr, sehr gut. Aber das haben wir auch, wenn wir ehrlich sind, Reini und Xentrin zu verdanken. Piet natürlich auch. Was? Was? Gerade laut gedacht habe ich gerade. Wie geht's dir, Karl? Was macht der Kopf? Ist besser wieder? Ich habe nicht mal mehr was zu trinken, ne? Alle Flaschen leer hier. Du hast doch, hier sind noch zwei Runden. Ja, denn ich laufe jetzt schnell los. Ich laufe schon. Yalla, yalla. Vor das ist Celebration. Ich hole noch Celebration Punch. Wo es nicht platt ist, kannst du ein bisschen schneller gehen. Ruhe! Die Runde. Ja. Theoretisch hätte er ihn vorbeilassen können. So müssen wir noch zwei das Runden stimmt, fahren. Dann wäre direkt, ja.
Könnt ihr ihn immer noch vorbeilassen, ne? Ah, du wieder. Das ging aber da habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich bin so bin hingesprungen. Oh. Wie sieht's denn eigentlich im Mercedes Only Cup aus vorne? Ja, der hinter uns ist P1. Ach so, cool. Wirklich jetzt? Oh, Ding, ey. Ich freue mich schon aufs nächste, jetzt schon. Ich freue mich schon aufs nächste. Weißt du, ich würde, glaube ich, gerne mal mit euch einen 24er fahren. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Okay, keine Antwort ist auch eine Antwort. Hab schon verstanden. Ja, denken, ich überlege halt, wo wir das machen. Ne? Ja, nö, ist okay. Wenn der P1 vorbeilässt, dann muss er keine Runde mehr ballern. Richtig. Genau. Ja, weil Sprit halt eng, ne? Knapp. Ja, macht. Okay, ich bin selber schlau. Ja, jetzt haben wir gerade drüber geredet und vorbeilassen. Nice. Immer eine Pizza. Ja, sehr schön. Starke Leistung. Von allen Mitgliedern dieses Teams. Außer mir. Erzählt doch nicht so einen Blödsinn, Mann. Wir fahren immer zusammen. Richtig. Wir haben uns jedes... Komm wieder rüber in Discord, da ist es wärmer. Es muss immer einen geben, der Scheiße baut. Alter, das hätte ich jetzt nicht von Reini erwartet. Reini, du hättest aber auch noch dazu sagen müssen und du warst bis jetzt in jedem Endurance-Rennen. Dann hätte ich noch mehr gefeiert. Das hätte ich jetzt nicht von Reini erwartet. Doch, genau das habe ich. Genau das habe ich von. Bin ich gut. Holy shit, von der Sonne. P10 war das Ziel. P10 war Ziel, Ziel erreicht. Ja, hat bei mir noch keine Jacket Flag. Da, Oli. Ja, dann müsstest du auch durch sein eigentlich. Hä? Hä? Eigentlich schon, ne? Vielleicht will er einfach nicht schnell in die Box. Doch, eigentlich hat rein, also unten rechts ist Ticket. Guck mal, die GT4s haben keine Checker. Ah, die GT4s. Ja, ja. Aber der Audi auch nicht. Was ist denn da? Hä? Ja, okay, aber anscheinend haben nicht alle die Checker-Fleck bekommen da drin. Die vier ist am anderen. Weiß noch einer, was wir im allerersten Bathurst-Rennen hatten? Für eine Position? 17, 18? Nee, weiter vorne. Weiter vorne? Ich ja, glaub, jetzt ist ja. Chicken. G! Können wir mal nachgucken. GG. Naja, ja, habe ich auch so in Erinnerung, Racing Team. 12 oder 13 oder so. Naja, guck mal, letztes Rennen waren wir 11 und jetzt waren wir 10. Ja. Na, geil. Dann brauchen wir noch 10 Rennen, um P1 so. Zu kriegen. Bagger, wir wären hier in diesem Leck Rennen mich, nicht mal ey. Ansatzweise auf P5 gekommen. Hast du gesehen, was der mit seinem Lexus auf 4 gemacht hat? Ja, aber da. Ja. Im Leben nicht, Alter. So. Ja, geil, wa? GZ hat Spaß gemacht. Ja. Ja, also bis zu dem Punkt, als Pete dann irgendwie wach war und viel geredet hat, war es cool. Aber danach ging es nur noch bergab eigentlich. Ja, sorry, Xentran, dass ich dich in den Kurven so tot gequatscht habe. Es tut mir leid.
du Assi, ey. Du blöder Assi. Wer hat denn alles auf den Rennausgang, Top 10 seine Punkte gewettet? Da waren über 1 Million Kanalpunkte drin. Oho. Wer wurde denn richtig schön rausgecashed? Wer hat denn richtig schön reingelangt? Top 15 war es? Oh, dann war. Oh! Da war aber Thornet dann sehr gnädig. Oh, Scheiße, ich hab vergessen mitzumachen, ey. Was, wo? Bei diesem komischen Spiel da. Aber gut, ich hätte sowieso P5. Ich habe gesagt, Top 5. Top 5? Na, du hättest ja voll reingeschissen. Ach so.